This afternoon we're going to talk about unlimited resources. Heute Nachmittag wollen wir über unbegrenzte Ressourcen sprechen. I think that's good news. Die Gott benutzen will. We live in a world and we live in areas where we have a lot of needs. Wir leben in dieser Welt in einer Gegend, wo es viele Bedürfnisse gibt. And yet, what exciting news it is to know that God has planned all along for this time. Ist es nicht großartig zu wissen, dass Gott dies schon vorgeplant hat? When I went through my crisis personally, als ich durch meine persönliche Krise ging, I complained to God, why do we serve you and there's not enough resources? Habe ich mich bei Gott bitter beklagt, warum dienen wir dir und du gibst uns nicht genügend, um dir zu dienen? And when I saw that T-shirt in Brazil, I said, I'm not the owner of the world, I'm only the son of the owner. Ich bin nicht der Inhaber dieser Welt, ich bin nur der Sohn des Inhabers. Als ich dieses Hemd in Brasilien sah, then I said, well, if I'm the son of the owner, I should be able to be perfectly comfortable doing what he tells me to do. Wenn ich also der Sohn des Besitzers bin, dann muss es doch wunderbar sein, nach dem vorzugehen, was der Besitzer will. So I complained to God. So habe ich mich bei Gott beklagt. And God said, do you want to really learn? Say it again. Do you want to really learn? Willst du wirklich von mir lernen? And I said, what would it take to learn? Ja, was wäre denn der Preis des Lernens? You have to start all over again. Du musst von Anfang an beginnen. You've learned everything wrong. Du hast es falsch gelernt. You've been teaching business management, but you really don't know anything. Du hast Betriebswirtschaft gelehrt, aber eigentlich weißt du gar nichts. Isaiah 55 says that God's thoughts are so much higher than our thoughts as the heavens above the earth. Jesaja 55 sagt es ja auch, dass die Gedanken Gottes so viel höher sind als die menschlichen, so wie der Himmel höher ist als die Erde. So if you really want to learn, you got to start at the bottom. Also, wenn du wirklich lernen willst, dann musst du ganz von Anfang an beginnen. Everything God does usually starts very little. Alles was Gott beginnt, fängt klein an. Babies are born very little. Babys werden klein geboren. Big trees begin with little seeds. Bäume beginnen mit einem Pflänzchen. As a nurse, I have assisted with about 100 births. Als Krankenpfleger war ich bei 100 Geburten dabei. And in every case, the baby was pretty wet, cold, and a little bit ugly. Und in all diesen Fällen war das Baby jeweils auch immer nass, kalt und ehrlich gesagt auch etwas hässlich. Except in a Caesarean section, the baby looked pretty nice. Nur beim Kaiserschnitt kommt das Baby schön sauber raus. Otherwise, the head has to take a while to get nice and round and pretty. Zum Beispiel der Kopf, der braucht seine Zeit, bis er sich wieder wohlformt nach der Geburt. What God does usually starts very weak and small and grows stronger and stronger. Was Gott beginnt, hat einen bescheidenen, schwachen Anfang, aber es wächst und wächst. And our faith starts little and begins to grow as we water it. Und unser Glaube auch beginnt ganz klein und wenn wir ihn bewässern, dann wächst er. Now when the world does something, they always have big trumpets and loud noises and colors. Wenn die Welt was beginnt, dann wird das immer hinausposaunt mit viel Farben und drumherum. They want everything in place first before they move forward. Die wollen alles schon vorbereitet haben, bevor sie den Schritt machen. I had a lot to learn. Ich musste viel lernen. So, as I was praying about this, I was invited to go with by the conference president to go visit Guyana. Und als ich darüber betete, lud mich der Verbandsvorsteher von Guyana ein. Now I had been to Guyana many times to help with their accounting system. Ich war des Öfteren in Guyana gewesen, um ihnen mit der Buchhaltung behilflich zu sein. But I had never been into the interior of Guyana where the Indians lived. Aber ich bin nie ins Innere des Landes, ich war noch nie ins Innere des Landes gereist, zu den Indianern. So I flew to Guyana and I joined the conference team and we flew for 2 hours back into the jungles. So nachdem ich in Guyana angekommen war, bin ich mit dem Verbandsvorsteher 2 Stunden lang in das Innere des Landes in den Dschungel geflogen. I love living with the Indians. Ich liebe es, mit den Indianern zusammen zu sein. I grew up living in that kind of environment. Ich war ja auch in einer ähnlichen Umgebung aufgewachsen. I was going there only for a visit. Ich war aber nur zu Besuch dort gewesen. I didn't realize how it would change my life.
Aber ich sage euch, das hat mein Leben verändert. Ich hatte es nie gedacht. By the way, I need to tell you something right now. Ich muss euch etwas bekennen, gleich vorweg. When I was speaking at another place in Germany about a month ago, we also had a beautiful meal like we did today. Als ich vor einem guten Monat in Deutschland an einer anderen Stelle predigte, hatten wir ein wunderbares Essen. And the natural thing to do after a big meal is your eyes get sleepy. Und das Natürlichste nach einer üppigen Mahlzeit ist natürlich, dass man schläfrig wird. So if I see your eyes closing, I'll just make a real loud noise. Und wenn ich merke, dass eure Lider zufallen, dann werde ich einfach einen Krach machen hier. So if you want me to make a loud noise, just start closing your eyes. Und wenn ihr wollt, dass ich also den Krach mache, dann werdet ruhig schläfrig. I'm not trying to be discourteous, but I'm trying to keep you awake. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich möchte euch wach halten. I would have the same problem if I were in your shoes. Ich werde natürlich in derselben Situation wie ihr, wenn ich nur da sitzen würde. Anyway, we were with the Indians. Wir waren also unter den Indianern. We had a wonderful week among the Indians, different villages. Wir hatten eine wunderbare Woche mit den Indianern verbracht, mehrere Dörfer besucht. They have wonderful choirs, the children love to sing. Die haben sehr schöne Chöre, auch Kinderchöre. Die lieben das Singen. And after they were done singing, all the adults had meetings and they talked to the president of the conference and the different leaders. Und nach dem Gesang haben sich die Erwachsenen mit dem Verbandsvorsteher getroffen. And then they told the conference president, you know, we've never had a pastor here for 30 years. Und dann haben sie ihm gesagt, schau mal, wir haben hier keinen Pastor gehabt die letzten 30 Jahre. Could you send us one? Kannst du uns den einen schicken? The conference president said, we don't have enough money. Der Verbandsvorsteher hat gesagt, wir haben kein Geld, wir haben nicht genügend Geld. If we send a pastor 200 miles into the jungles, how are we supposed to support him? Wenn wir einen Pastor 200 Meilen in den Dschungel hinein senden, wie wollen wir ihn denn überhaupt am Leben halten? Wie wollen wir provide support for him? Richtig. Wie wollen wir unterstützen? So they turned to me and said, Elder Gates, could you come? Da wandte er sich mir zu und sagte, Pastor Gates, könntest du gehen? That gets pretty personal, doesn't it? Das wird sehr, ziemlich persönlich, nicht wahr? You see a need and you're waiting for the conference president to say, sure, we will send a pastor. Hier wird ein Bedürfnis geäußert und dann wird gesagt, wir gehen zum Konferenzpräsidenten und natürlich, wir senden jemanden. But he said, I'm sorry, we can't. Aber das war nicht seine Antwort. So they turned to me. Er sagte, wir können nicht. Und so wandte er sich zu mir. That was hard to answer. I don't know. Ich konnte keine richtige Antwort finden. Let me talk to my family. Lass mich doch mal mit meiner Familie beraten. Actually, I would like to work there, but I had 5 children. Ach, eigentlich möchte ich ja gerne, aber ich habe ja 5 Kinder. You know, all the way from about 14 years old down to about 5. Die ganze Palette, nicht vom 14-Jährigen bis zum 5-Jährigen. I got to provide for their needs. Ich muss doch für die sorgen. So I went home and I told my wife about the invitation. Dann bin ich nach so nach Hause gekommen und habe meiner Gattin alles erzählt. The conference president said, David, please come. You and your wife are both nurses. Ja, aber kommt doch, ihr seid doch beide Krankenpfleger. You can take care of their physical needs as well as the spiritual needs. Ihr könnt also nicht nur die geistigen, sondern auch die körperlichen Bedürfnisse der Indianer befriedigen. My wife said, how are we going to live? Und meine Frau fragte ja, wovon sollen wir denn leben? I was asking myself that too. Ich habe mir diese Frage auch gestellt. But it says right here, my God shall provide for all of your needs in Philippians 4:19. Aber in Philipper 4:19 sagt doch Gott, er wird alle unsere Bedürfnisse, er wird sich darum kümmern. And in Matthew 10, it says, the workman is worthy of his hire. Und woanders steht es auch, dass der Arbeiter seines Lohnes würdig ist. And in Matthew 6:33, it says, if you will take care of your father's business, he will take care of everything. Und in Matthäus 6:33 lesen wir, wenn du dich um die Belange deines Vaters kümmerst, wird er sich um alles andere kümmern. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Suche zuerst das Reich Gottes und alles wird dir noch hinzugegeben. There's enough evidence right here
to tell us that God will take care of us. Es gibt also genügend Fakten, die uns zeigen, dass Gott sich darum kümmern wird. Well, I'm glad I know that, but have you ever seen that happen? Wir wissen es, aber habt ihr es je erlebt? Well, I heard about George Mueller. Oh, ich hatte auch von Georg Müller gehört. So we bought a book about George Mueller and we read his story. So haben wir uns ein Buch über ihn gekauft und haben seine Geschichte gelesen. He took care of more than 40,000 orphans in London and God provided for all of his needs. Er hat sich um mehr als 40.000 Waisenkinder in London gekümmert und Gott hat auch seine Bedürfnisse alle immer gedeckt. And then we read about Hudson Taylor. Und dann haben wir auch über Hudson Taylor gelesen. He had more than 100 families in China. Er hat also sich um 100 Familien in China gekümmert. And he never asked anybody but God. Und er hatte niemand um Hilfe gebeten, außer Gott. And God took care of his needs. Und Gott hat sich auch seiner Bedürfnisse angenommen. So my wife and I said, this is a good time to experience God. We've been praying and now is a good time. Und so antwortete meine Frau, das ist jetzt eine gute Zeit, jetzt eine Erfahrung mit Gott zu machen. And God impressed me, you've been asking and complaining. Now it's time for you to learn, go to the bottom. Und Gott sagte mir, naja, du hast dich beklagt, aber jetzt hast du die Gelegenheit, was zu lernen. So we talked to our children. Und so haben wir auch zu unseren Kindern gesprochen. Oh, the boys are happy. We're gonna go live with the Indians. Oh, die Jungs haben sich gefreut. Jetzt werden wir wieder die Indianer sehen. My daughters weren't so sure. Die Töchter waren nicht so begeistert. Do they have any running water? Haben die denn fließendes Wasser? Oh, yes. Natürlich. You run down to the river with two buckets and you run back. Du läufst mit zwei Eimern zum Fluss und dann kommst du zurück. Do they have a toilet? Haben die auch eine Toilette? Oh yes. Ja, klar. It's about 30 yards, 30 meters from the house under a little roof. Das ist also nur 30 Meter vom Haus entfernt unter einem kleinen Dach. They weren't too sure. Die waren nicht so überzeugt. I said, just try it for one year. Versucht es doch mal für ein Jahr. If God doesn't take care of us, we'll leave. Wenn Gott sich nicht um unsere annimmt, dann gehen wir wieder. Aber ich bin mir sicher, Gott wird für uns sorgen. So we took my last paycheck. So nahmen wir das Geld meiner letzten Gehaltsüberweisung. I kissed it. Ich habe diesen Paycheck geküsst. I cashed it and I chartered an airplane to fly us back into the jungles. Ich habe ihn eingelöst und habe damit auch ein Flugzeug gekauft, um in den Dschungel zu fliegen. My union president and college president didn't want to see me leave. Mein Verbands und auch College-Präsident, die haben es natürlich nicht begrüßt, dass ich jetzt weggehen sollte. Well, but neither was he willing to keep me on salary so that I could go. Aber er war auch nicht bereit, weiterhin mein Gehalt zu zahlen. So they reluctantly let me go. Und so mussten sie widerwillens mich ziehen lassen. The conference was very happy. Die Vereinigung war natürlich sehr erfreut. In 30 years they had never had a pastor and now we had a pastor and two nurses. 30 Jahre lang haben die keinen Prediger gehabt und nun bekommen sie einen Pastor und zwei Krankenpfleger. He was a little worried though because he thought we would probably die. Er war natürlich ein bisschen besorgt, weil er meinte, dass wir vielleicht ja umkommen würden. And then everybody would turn to him and say, "You're the one that invited David Gates to die." Und dann würden alle ihm Vorwürfe machen, du hast ihn ja doch eingeladen hinzugehen. But we calmed his fears. Aber wir haben ihn dann beruhigt. Just pray for us. Ja, bete nur für uns. Well, we went there. We moved to the little village there in Guyana. In Guyana sind wir dann zu einem kleinen Dorf gezogen. We had a meeting with all the Indians. They were so happy to have a pastor. Wir haben uns natürlich mit den Indianern getroffen und die waren überglücklich, jetzt endlich mal einen Prediger zu haben. They'd been praying for missionary for 30 years. Die hatten 30 Jahre lang für einen Prediger gebetet. They did not have a house ready for us. Die haben natürlich kein Haus für uns bereit gehabt. They said, we heard you were coming, but we didn't believe it. Wir hatten ja gehört von deiner Ankunft, aber wir haben es auch nicht richtig geglaubt. Nobody in our entire generation ever saw that happen before. In der ganzen Gegend, in unserer Generation haben wir das noch nie erlebt gehabt. So they put us in one little tiny room and they started building a house. So haben sie uns in ein kleines Zimmer gesteckt und haben begonnen, ein Haus zu bauen. When they realized we did not have enough food, they went to their farms and they put food outside of our door every morning.
Als sie bemerkt hatten, dass wir nicht genügend Essen und Proviant hatten, sind sie auf ihre Felder gegangen und haben von ihren Sachen gebracht. Every morning there was food. Jeden Morgen hatten wir Nahrungsmittel vorgefunden vor unserer Tür. And we learned that indeed God could provide for our needs. Und haben wir wahrhaftig gelernt, dass Gott wirklich sich unserer Bedürfnisse annimmt. That was our kindergarten grade. Grade, kindergarten level. Ah, da war also eine Schule, ein Kindergarten. That's the basic step of faith all Christians have to learn. Das war also die erste Stufe, die jeder Christ durchmachen muss. Your God will provide for your needs. Auf der Stufe des Kindergartens. Gott wird sich um unsere Bedürfnisse kümmern. If you don't learn that, you cannot really go anywhere. Wenn man das nicht lernt, dann kommt man nicht weit. And then God raised the bar a little higher. Und nach dieser Einstiegsstufe, Kindergarten, nicht, kommt dann die nächste Stufe. We had some patients that were dying of malaria. Wir hatten Patienten, die an Malaria erkrankt waren und im Sterben lagen. Now malaria is pretty easy to cure, but otherwise if you don't do that, you die. Es ist relativ einfach, die Malaria zu behandeln, aber wenn man sie nicht behandelt, dann stirbt man sicher. But they didn't have any medicines. Und sie hatten ja keine Medikamente zur Hand. So my wife and I decided to take the little bit of savings we had and we asked the airplane to fly in some medicines. Wir brachten unsere Ersparnisse zusammen und ließen einige Medikamente einfliegen. And we saved their lives. Und wir haben das Leben dieser Malaria-Kranken gerettet. But we didn't have any more money. Aber wir hatten kein Geld mehr. I was keeping that for an emergency. Das war unser Notgroschen gewesen. For an emergency for us. Für unsere Unfälle und not an emergency for them. Nicht für die Notfälle der Indianer. But we were confronted with a need, so we decided to take the risk. So haben wir das Risiko auf uns genommen, als wir die Bedürfnisse sahen. Instead of thinking in our needs, we said, okay, whatever happens to us, we'll take care of their needs. Anstatt zuerst an uns zu denken, haben wir uns um die Nöte unserer Mitmenschen gekümmert. But it wasn't very comfortable. Aber es war nicht sehr angenehm. But we of course were glad we saved their lives. Natürlich waren wir froh, dass wir diese Leben retten konnten. And then a few days later, doch einige Tage später, a lady came in on an airplane from America. Wurde eine Dame, eine Frau aus Amerika eingeflogen. She said, I was raised here 30 years ago. Oh, 30 Jahre zuvor war ich ja hier groß geworden. I thought I would come back for just a couple of weeks of vacation. Und ich dachte mir, es ist doch schön, mal wieder diese Gegend zu besuchen und Urlaub zu machen. Do you mind if I stay with you? Habt ihr was dagegen, wenn ich hier bleibe? Oh no, no, that'd be fine. Nein, keineswegs, natürlich. Before she left, bevor sie wieder also abflog, she left us about 10 times more cash than what we had spent on malaria medications. Hat sie uns die zehnfache Summe hinterlassen, die wir für die Behandlung dieser Malaria-Patienten ausgegeben haben. Wow, that's a good return on the investment. Also, das ist eine gute Rendite. You give so much and God gives you more. Du gibst so viel und kriegst so viel von Gott zurück. Of course, we understood that it wasn't our money, it was his money. Wir haben es natürlich auch so aufgenommen, dass es nicht unser Geld, sondern sein Geld war. God wasn't trying to make us rich, he was trying to give us more ways to carry out the mission. Gott wollte uns noch mehr geben, um unseren Auftrag zu erfüllen. So we ordered more medication. Und dadurch haben wir mit diesem Geld noch mehr Medikamente bestellt. We ordered more supplies and medical needs. Und andere medizinisches Werkzeug und Hilfsgüter. And we built up a little clinic. Und dann haben wir einen kleinen Behandlungseinheit gebaut. And we started seeing between 30 and 40 patients a day. Und 30 bis 40 Patienten konnten wir so täglich behandeln. So we learned our second lesson. Und da haben wir die zweite Lektion gelernt. Give and it shall be given unto you. Gib und du wirst erhalten. Es wird dir auch gegeben werden. That's the law of the universe. Das ist das Gesetz des Universums. All rivers receive and all rivers give. Alle Flüsse und Ströme spenden und alle empfangen. Jesus received from his father and Jesus gave to the humanity. Gott erhielt von seinem Vater und reicht es an die Menschheit weiter. The disciples received power from God and they shared it with humanity.
Die Jünger erhielten Kraft und Gewalt von oben und sie haben es mit den Menschen geteilt. But God never stops. Gott hört nie auf. He always raises the bar a little higher. Er erhöht noch sozusagen die Herausforderung. In English we say, no pain, no gain. Also in Englisch sagt man, kein Preis ohne Leid. Kein Leid ohne Preis, Entschuldigung. If you want to keep learning and growing in Christ, it always requires you to be outside of your comfort zone. Wenn du wachsen willst mit Jesus, dann ist es immer außerhalb deiner Bequemlichkeitszone. Now my brother, my youngest brother, 10 years younger. Mein 10 Jahre jüngerer Bruder. He's a weightlifter. Der ist also Bodybuilder. Ein Kraftmeier. Der stemmt Eisen. Some hard words are. Bodybuilder ist dasselbe im Englisch, im Deutschen. Yeah. And he was doing pretty well, building up his muscles. Und er war schon gut unterwegs in seinem Training. Now, I don't have that kind of body. Ich sehe natürlich nicht so aus. My friends in South America sometimes call me El Químico, the chemist. Meine Freunde in Südamerika nennen mich den Chemiker. And I said, why do you call me El Químico? Warum nennt ihr mich denn einen Chemiker? Because David, you have nothing of physical. Weil du eben nichts Physisches hast. But my brother did. Aber mein Bruder, der war gut gebaut. And he got bigger and bigger. Und er wurde immer kräftiger und muskulöser. One day he decided he needed more protein. Eines Tages beschloss er, noch mehr Eiweiß zu sich zu nehmen. Now we've been vegetarians for 3 generations. Nun waren wir in der Familie seit 3 Generationen Vegetarier. But he read in a magazine that if you really want to build your muscles, you have to eat a lot of chicken. Aber er las in einer Zeitschrift, dass wenn man wirklich den Muskelaufbau betreiben will, dann muss man Hühnereiweiß zu sich nehmen. Und dann kommt meine Mutter eines Tages heim und sieht im Tiefkühlfach alle diese Hühnchen. Who put this in my refrigerator? Wer hat das denn gewagt, das hier in meinen Kühlschrank zu tun? My little brother said, I did. I'm trying to build my muscles. Ja, ich war das. Ich möchte doch meine Muskeln aufbauen. You're going to have to find another way to do that. She said, she grabbed all the chickens and she threw them outside. Sie hat also diese ganzen Hühner rausgenommen aus dem Gefrierfach und weggeworfen. Du musst dir was anderes aussuchen. So he bought, you know, food, special high protein diet food. Und so hat er also diese bekannten Eiweißpulver Diäten da gekauft. He kept growing bigger and bigger and joining in competitions. Und er ist eben auch immer stärker geworden und hat dann also bei Wettbewerben, bei Wettkämpfen mitgemacht. And when he was 17 years old, und als er 17 Jahre alt war, he won the title Mr. Teenage Tennessee. Ist er zum Mr. Teenage von Bundesstaat Tennessee in den USA gewählt worden. And he made the front page of the state's muscle magazine. Und er kam sogar auf das Coverblatt, auf die Titelseite eines Bodybuilding Magazins. I learned the meaning of no pain, no gain when I watched him. Ihm zuzuschauen, wie er trainiert, da habe ich also die Bedeutung des Wortes ohne Preis, ohne Leid kein Preis. Today he's an emergency room physician. Jetzt arbeitet er als Notarzt. He doesn't lift weights anymore. Er stemmt kein Eisen mehr. But I learned a good lesson. If you really want to grow, it takes a lot of work and repetition. Aber ich habe eine Lektion daraus gelernt. Wenn man wirklich wachsen muss, dann braucht es viel, viel Arbeit. So God was running us through kind of a learning course, like a training course of each time learning to give more and more. So sind wir in Gottes Schule gestanden, wo wir von Stufe zu Stufe immer mehr gelernt haben. One day I had 4 village captains come to see me. Eines Tages kamen 4 Dorfhäuptlinge oder Oberhäupter zu mir. Would you be able to come to our village and teach us more about Jesus and give us medical care? Könntest du denn nicht zu unserem Dorf kommen, uns über Jesus was erzählen und uns auch medizinische Versorgung anbieten? Why sure, Captain. Where do you live? Natürlich. Wo ist dein Dorf? Not very far from here.
nicht sehr weit von hier entfernt. Only 4 days walking in this direction. Ist nur 4 Tage Fußmarsch in diese Richtung. For me, that was four. Das war eine lange Zeit für mich. I would have to be there one day. I would have to walk 4 days there and walk 4 days back. Das bedeutete 4 Tage hin und 4 Tage zurück. And that was only one of the four. The other three had other directions. Und es ging ja nur um das eine Dorf, aber es waren ja noch 3 andere Dörfer. So I decided to pray for an airplane. So begann ich für ein Flugzeug zu beten. With an airplane, I could get there in 15 minutes. Mit einem Flugzeug würde ich nur 15 Minuten brauchen. I prayed and prayed and prayed. Und ich betete und betete und betete. And the money never came. Und das Geld kam nie. Excuse me, God. Also, lieber Gott, was ist los? In the past, whenever we needed something, you provided what we needed. Du hast doch immer für unsere Bedürfnisse gesorgt in der Vergangenheit. Was ist los? Now I know this will save souls because I will be able to reach a lot of villages. Ich weiß, dass ich damit ja Leben retten würde. And my experience is, if it's something to save souls, you're always willing to do that. Und wenn es um Menschenseelen geht, dann weiß ich doch, dass du immer dafür bist. I don't understand. Das verstehe ich nicht. So, God's response to my question was Exodus 14. Gott gab mir die Antwort im Buche Exodus 14. Moses is standing before the Red Sea, the Egyptians are behind. Moses steht vor dem Roten Meer, die Ägypter auf seinen Sohlen hinter ihm. And Moses stands before Israel and says, "Stand still and see the salvation of the Lord." Und Moses beruhigt das Volk. Bleibt still und wartet auf Gottes Eingreifen. You will not have to fight, just stand still. Ihr werdet nicht kämpfen müssen. Bleibt ruhig. The Lord shall fight for you and you shall stand, hold your peace. Der Herr der Herrscharen wird für euch kämpfen und ihr werdet in Frieden sein. And in verse 15, und im 15. Vers suddenly there's a change. Ist plötzlich ein, findet ein Umschlag statt. Spricht Gott zu Mose. Stop crying unto me and tell the children of Israel to go forward. Hör jetzt auf, zu mir zu flehen, sondern befehle dem Volk, endlich vorwärts zu marschieren. Why is Moses crying? Warum jammerte denn Moses? He just told the children of Israel that God's going to do something great. Hatte doch gerade dem Volke verkündet, dass Gott was Großes vollbringen werde. Maybe he got scared. Vielleicht hat er plötzlich Angst gekriegt. Maybe he was hiding behind a rock and going, "Lord, Lord, please do something." Vielleicht hat er sich hinter einem Felsen versteckt und Gott angefleht, mach doch etwas jetzt. The Bible doesn't say. All it says is, "Stop crying unto me, Moses, and go forward." Die Heilige Schrift gibt uns keine Details, sondern wir hören den Befehl Gottes, hör auf zu jammern und geh vorwärts. While I was reading it, the Holy Spirit said to me, "Stop begging me for money for an airplane." Und als ich das las, sprach der Heilige Geist zu mir, hör auf, mich anzubetteln um Geld für ein Flugzeug. Go forward and buy one. Geh hin und kauf dir eins. How do you buy an airplane with no money? Wie kauft man ein Flugzeug ohne Geld? You don't need the money yet. You haven't even found the airplane you want. Say it again. You don't need the money yet. You haven't even found the airplane yet. Du brauchst doch kein Geld. Du hast ja nicht einmal das Flugzeug gefunden. Until you find the right airplane, then come and ask me for money. Wenn du das richtige Flugzeug findest, dann wirst du auch das Geld von mir kriegen. So I was learning. God raised the bar a little higher. So hat Gott wieder die Stange höher gestellt. Now I'm supposed to go forward before I have evidence. Nun musste ich vorwärts schreiten, ohne mich auf eine Tatsache stützen zu können. So I went to the States. So bin ich in die Staaten zurückgeflogen. I found an airplane. Hab ein Flugzeug gefunden. My faith wasn't too big, so I got a little one. Und mein Glaube war nicht so groß, so habe ich ein kleines gewählt. It only had 2 seats. Es war ein Zweisitzer. I really needed something bigger, but I didn't know if God could do it that big. Ich wollte eigentlich ein größeres, aber ich wusste, ich war mir nicht so sicher, ob Gott das wirklich schaffen könnte für mich. I called on the phone and negotiated a price. Ich habe den Telefonhörer genommen und also über den Preis verhandelt. It wasn't in good condition. Es war nicht in gutem Zustand. It needed an engine. Es brauchte einen neuen Motor. The old engine was already
at maximum time. It had to be replaced. Also der Motor war schon verbraucht und musste ersetzt werden. It needed new instruments. Es brauchte neue Messinstrumente, neue Reifen, new brakes, neue Bremsen, paint job, und auch neue Farbe. That's why it was only a little bit of faith. Es war also nur das Ergebnis von Kleinglaube. My dad said, "Son, are you planning to buy that airplane?" Mein Vater fragte ganz unglaublich, planst du wirklich dieses Flugzeug zu kaufen? Oh yes. Oh ja. But you don't have any money. Aber ich habe kein Geld. Oh, that's not my problem. Oh, das ist doch nicht mein Problem. That's God's problem. Das ist Gottes Problem. Once I find the airplane and I decide that's the plane I need. Und er hat mir gesagt, wenn ich ein Flugzeug finde und ich meine, dass es das ist, was ich brauche, I will have done everything in my power. Dann habe ich ja alles gemacht, was in meiner Macht stand. What happens after that, that's God's problem. Was danach kommt, das ist doch Gottes Angelegenheit. When you work with God, it's like playing tennis. Wenn man mit Gott arbeitet, es ist wie Tennis spielen. When the ball's in your court, you must do everything possible to hit the ball back to God's court. Wenn der Ball ankommt auf deinem Feld, dann musst du alles Mögliche tun, um den Ball wieder übers Netz zu bringen. When there's nothing else you can do, you can sit and wait on God as long as you want to. Wenn du nichts machst, dann kannst du ewig auf Gott warten. But when that ball is in your court, aber wenn der Ball zu dir kommt aufs Feld, don't you dare make God wait. Hüte dich davor, Gott warten zu lassen. He's been waiting too long. Er wartet zu lange. Er hat schon zu lange gewartet. Do everything you can and then put the ball in God's court till there's nothing else you can do. Mach das Möglichste, damit dieser Ball bald zu Gott zurückfindet und dann ist es seine Sache. So I called on the phone, I negotiated a price. So habe ich wieder einen Telefonhörer genommen und den Preis ausgehandelt. I agreed to come see the airplane the next day. Und ich habe dann ausgemacht, dass ich zum Flugzeug komme am darauffolgenden Tag. I got in my car to go look at the airplane. Ich habe also das Flugzeug beschaut. And a lady came to me and said, "David, do you have any money to go buy this airplane?" Dann fragte mich eine Dame, "David, hast du denn genug Geld, um dieses Flugzeug jetzt zu kaufen?" I said, "No, but that's not my problem." Ja, ich hab's eigentlich nicht, aber das ist nicht mein Problem. And I explained to her my philosophy. Und ich habe ihr meine Sichtweise dargestellt. She said, "I know that's God's problem." Ich weiß, dass es eigentlich Gottes Angelegenheit ist. But it's not his problem anymore, now it's your problem. Es ist nicht sein Problem, es ist jetzt wieder dein Problem. What do you mean? Was meinst du denn? Here's the check to buy the airplane. Hier ist der Check, damit du das Flugzeug kaufen kannst. She gave me the full amount of the money I needed to buy it. Sie hat mir die volle Summe gegeben, die ich dafür brauchte. The ball was back in my court again. Der Ball war wieder auf meinem Feld. Ich habe noch nicht einmal das Flugzeug gesehen gehabt und schon war der Ball wieder auf meiner Seite. You see, now I bought the airplane. Nun habe ich das Flugzeug dann gekauft. Now I had to get an engine and a paint job and the instruments. Und dann musste ich eben den Motor erneuern, die Farbe und die Instrumente. I had a lot of work to do. Ich hatte viel Arbeit. The ball was still in my court. Der Ball war noch immer auf meiner Spielseite. Finally, after about 8 months, the plane was finished. Endlich nach 8 Monaten war es soweit. And you know what I learned? Und wisst ihr, was ich gelernt habe? It takes a lot of money to fix an airplane up. Es braucht viel Geld, um ein Flugzeug wieder herzurichten. It would have been cheaper for me to buy one that worked at the beginning. Es wäre viel besser gewesen für mich und auch billiger, wenn ich ein gutes Flugzeug gekauft hätte von Anfang an. But God let me learn on my own. Aber Gott wollte, dass ich auch auf eigenen Füßen stehe und lerne. See, God will take us right where we are and he will begin to teach us. Gott holt uns dort ab, wo wir sind und lehrt uns. Wherever you are, that's where he starts. Wo immer du stehst, da beginnt er mit dir. You might say, but I have problems. Ja, du magst vielleicht sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten. I have debts, I'm sick. Ich bin krank, ich habe das. Whatever your problem. Was auch immer dein Problem. If you start right now, he'll take you there and start building. Gott kann damit was anfangen und drauf bauen. I flew the airplane to Guyana. Ich habe das Flugzeug also nach Guyana geflogen. The government was kind of a leftist communist government. Und das war eine linksgerichtete kommunistische Regierung. They had recently opened the doors and made it available for missionaries to come in. Die hatten gerade Missionare ins Land
reingelassen gehabt. But they still did not want any missionary airplanes. Aber sie wollten natürlich noch immer keine Flugmission, kein Missionsflugzeug haben. So when I was getting my Guyanese license, und als ich dann meine Fluglizenz erworben habe, the associate director of civil aviation kept telling me, "Don't you understand? We do not want a missionary airplane." Sagte mir der stellvertretende Direktor des Flugwesens, verstehst du nicht, verstehen Sie denn nicht, wir wollen hier keine Missionsflugzeuge in Ghana. Ich verstehe voll und ganz, aber was ist jetzt das nächste Papier, das ich hier unterschreiben muss? He would give me the document. Reichte mir das nächste Dokument. I would fill it out and get it ready. Ich habe es ausgefüllt und habe es dann unterschrieben. I'd bring it back to him and say, here it is. Hier ist es, bin ich also jedes Mal zu ihm zurück. He said, we do not want you to do this. Und immer wieder wiederholt er seine Angelegenheit, wir wollen we ja sowas nicht hier. We do not intend to give you permission to fly here. Wir werden Ihnen keine Erlaubnis erteilen, überhaupt zu fliegen. I said, yes, sir, I understand. What's the next step? Ich verstehe. Aber geben Sie mir doch das nächste Dokument. Was ist der nächste Schritt? When they heard I was bringing an airplane, they were very upset. Als sie also vernahmen, dass ich jetzt ein Flugzeug ins Land bringe, dann waren sie sehr erbost. But I had my professional pilot's license in Guyana. I'd seen God help me, and I knew that He would help me fly. Aber ich hatte also meine Fluglizenz in Guyana erworben, und ich wusste, dass Gott mir die Möglichkeit eröffnen würde. So when I got to Guyana, und als ich nach Guyana kam, I went to the associate director and I said, I'm here now with my airplane. Habe ich den stellvertretenden Direktor aufgesucht und habe ihm mitgeteilt, jetzt bin ich hier mit dem Flugzeug. I need permission to fly. Ich brauche nur die Flugerlaubnis. Didn't you hear anything I've been saying? Haben Sie denn nicht gehört, was ich Ihnen ständig wiederholt habe? No. Nein. We do not want you flying here. Wir wollen nicht, dass Sie hier Ihr Flugzeug in Betrieb nehmen. Go park your airplane on the far side of the airport. You will never fly. Sie können Ihr Flugzeug gleich also in die hinterste Ecke des Flughafens parken. Es wird nie abheben. Thank you, sir. You're very kind. Can I speak to the director, please? Herzlichen Dank. Es war sehr freundlich von Ihnen. Darf ich bitte den Direktor aufsuchen? He will tell you the same thing. Ach, da wird Ihnen doch das Gleiche erzählen. Can I speak to the director, please? Darf ich bitte den Direktor sprechen? Okay. Natürlich, okay. So I went to the director. So bin ich zu dem Direktor gegangen. Mr. Director, I'm here to ask you your permission. Lieber Herr Direktor, ich bin hier, um Sie um eine Erlaubnis zu bitten. If you want to fly, he said the answer is no. Aber wenn es darum geht zu fliegen, kann ich Ihnen glatt sagen, nein. Please forgive me, I don't mean to be insistent, but I need to explain. Ach, seien Sie mir nicht böse, aber ich muss vielleicht doch einiges erklären. You see, I've been separated from my family for 2 months, getting this airplane ready, and I want to see them. Sehen Sie, ich bin jetzt 2 Monate lang nicht mit meiner Familie zusammen gewesen, um dieses Flugzeug zu erwärmen. Und ich möchte Sie natürlich sehen. Go see them, he said. That's not a problem. Das ist kein Problem. Sie können sie besuchen. No, that is a problem. They don't live in Georgetown in the city. They live back in with the Indians. Das ist schon ein Problem, weil Sie ja nicht gerade hier in der Stadt leben, sondern mit den Indianern draußen im Inland. Oh, I didn't know they lived with the Indians. Oh, das wusste ich gar nicht, dass die mit den Indianern sind. None of the other pilots in the country want to live with the Indians. I thought your family was in town. Ich kenne keinen Piloten in unserem Land, der also es auf sich nehmen würde, mit den Indianern zu leben. Ich hatte immer gedacht, sie leben hier in der Stadt. Not only that, my daughter is graduating this weekend from elementary school. Nicht nur das, aber meine Tochter schließt gerade mit der Grundschule. I want to be there for graduation. Und ich möchte an diesem Wochenende eben auch daheim sein. Well, David, why didn't you tell me that before? David, warum haben Sie mir das nicht schon vorher gesagt gehabt? If your family is in the interior, you should go see them. Ja, natürlich, wenn Ihre Familie im Inland wohnt, dann müssen Sie selbstverständlich hin. Here, he said, I'll sign the permission, go take it to the airport and fly in. Ja, da haben Sie also Ihre Erlaubnis, nehmen Sie das Flugzeug und fliegen Sie los. He called the airport and gave special authorization to let me fly. Er hat sich persönlich den Flughafen angewiesen, die Starterlaubnis zu erteilen. The very day I arrived, I got my permission. Am Tag meiner Ankunft zurück in Guyana hatte ich die Flugerlaubnis auch bekommen. It was only a 30-day permission. Es war eine befristete Erlaubnis für 30 Tage. But during those 30 days, I flew to as many villages as I could. Aber in diesen 30 Tagen habe ich versucht, so viele Dörfer, wie ich nur konnte, anzufliegen. I took out as many patients as I could. Ich habe so viele Patienten mit mir mitgenommen, wie ich nur konnte. Und als sie um waren, haben sie also eine Verlängerung für weitere 30 Tage erteilt.
When that 30 days was up, they played games with me for about a month, and then they gave me another 30 days. Nach diesen weiteren 30 Tagen haben sie mit mir ein bisschen rumgespielt, mich warnen lassen, und nach einem Monat haben sie wieder eine Erlaubnis für weitere 30 Tage erteilt. And then they refused to renew it. Und dann haben sie sich gesperrt. Sie wollten keine Erlaubnis. They said it's too dangerous. David has too much influence with the Indians. Haben sie sich gedacht, das ist zu gefährlich. Er gewinnt zu viel Einfluss auf die Indianer. 1100 Indians put their signature on a paper to the Prime Minister. Please let us have our airplane. Es sind doch 100 Indianer gewesen, die also eine Petition an den Minister geschickt haben mit ihrer Unterschrift. Lasst ihn doch das Flugzeug haben. Und dann haben sie Druck auf den Direktor gemacht. Warum hast du denn überhaupt zu Anfang erlaubt zu fliegen? Ich hatte mir gedacht, das ist doch so ein kleines Flugzeug, ein Zweisitzer. Was kann er damit schon anstellen? So es war no, no, no. So war das immer nur nein, nein, nein. The month went by. I was living in town. My family was living in the jungles. Ein Monat ging vorüber. Ich verbrachte die Zeit in der Stadt. Meine Familie blieb im Dschungel. That was very hard. Das war ziemlich hart. For nearly 6 months. 6 Monate lang. I was separated from my family. War ich von meiner Familie getrennt. Occasionally I was able to rent an airplane and make a trip in there and just see them for a couple of hours and had to leave again. Ich konnte natürlich mit einem anderen Flugzeug mal hin, aber nur für ein paar Stunden, und dann musste ich wieder zurück. And I almost gave up. Und ich war auf dem, ich war gerade dabei, es aufzugeben. And then I was reading in Matthew about Jesus. Und dann habe ich im Matthäus-Evangelium über Jesus gelesen. He fed the 5,000. Wie er die 5,000 speiste. And he sent the disciples out across the water by themselves. Und wie er die Jünger übers Wasser alleine losschickte. And they were there all night long. Und die eine ganze Nacht alleine verbracht haben. Until the fourth watch. Bis zur vierten Wache. That's a long time. Das ist eine lange Zeit. The waves were big and coming into the boat. Und die Wellen, die ins Boot schlugen. They were fighting by themselves and they think, if only Jesus were with us, if only Jesus were with us. Und sie haben angefangen, alleine die Sache anzupacken. Und sich gedacht, wenn nur Jesus mit uns sein könnte. Ich habe so ähnlich gefühlt und mir gedacht, wenn Gott nur ein Wunder vollbringen würde, ein Wunder vollbringen würde. Und während der vierten Wache las ich im Evangelium, wie Jesus auf dem Wasser ging. At the last moment. Im letzten Augenblick. You know, Jesus wasn't going to get into the boat. He was walking by. Hi guys. Jesus hat sich ja also nicht auf das Boot zugewandt, sondern ist vorbeigegangen. Sie waren zuerst ganz verschreckt und er hat sie beruhigt. Keine Angst, ich bin es. And they invited him to come in. Und sie haben ihn eingeladen, hier ins Boot zu steigen. So the Holy Spirit told me, David, that's going to happen to you too. Und der Heilige Geist hat mir mitgeteilt, David, das ist, was auch mit dir passieren wird. Don't give up. At the last minute, you'll get your permit. Gib nicht auf. Du wirst es in der letzten Minute jetzt kriegen. That's what God does. He loves to act at the last minute. Gott wartet oft bis zur letzten Minute. So I was encouraged, but there was elections coming up. Ich war ermutigt, aber es fanden gerade Wahlen statt. And I knew that if they changed governments, I would have to start all over again. Und ich wusste, wenn es zu einem Regierungswechsel kommen würde, müsste ich die ganze Prozedur von neuem beginnen. And then God began to play a special game with politics. Und dann hat Gott mit der Politik sein Spiel getrieben. The opposition sent their candidate into the Indians to try to get all of them to vote for him. Also die Opposition hat ihren Kandidaten zu den Indianern gesandt, damit er die Stimmen der Indianer für sich gewinnen möge. And the candidate said, if you vote for me, I will make your life better. Und er hat ihnen den Indianern versprochen, wenn ihr mich wählt, dann werde ich euer Leben verbessern. Like all politicians. Wie es alle Politiker versprechen. And the Indian says, you want to make our life better? Oh, die Indianer haben ihm gesagt, ja, du wirst wirklich unsere Lebensbedingungen verbessern. We want David Gates flying here. Dann wollen wir David Gates hier zurück mit seinem Flugzeug. Who's David Gates? Wer ist denn David Gates? Why don't you know?
Weißt du noch nichts von ihm? He's an Adventist pastor that flies with his airplane. He's an angel to us. Als ein adventistischer Prediger, der mit seinem Flugzeug hier fliegt, und als wir ein Engel für uns. We used to die before, but now we call the airplane and he flies free and takes us to the hospital. Zuvor sind wir gestorben, aber jetzt nimmt er unsere Patienten unentgeltlich und fliegt sie zum Krankenhaus. So the candidate went back to the capital city and he made a TV program. So ging dieser Politiker zurück in die Stadt und hat also ein TV-Programm gemacht. And he said, this government does not love the Indians because they refuse to give David Gates a permission. Indem er also sich äußerte und sagte, diese Regierung, die mag die Indianer nicht, denn sie haben es David Gates verboten, zu den Indianern zu fliegen. But if you vote for me, I promise to give David Gates permission to fly his airplane. Aber wenn ihr mich wählt, dann werde ich euch versprechen, dass dieser David Gates wieder fliegen wird. The president got scared. Der Präsident hat es mit der Furcht bekommen, der Angst. The next evening, he was on national television. Am darauffolgenden Abend hat er im Fernsehen eine Rede gehalten. It's not true. I love the Indians. Das stimmt nicht. Ich mag die Indianer. In fact, just to show you that I love the Indians, um es euch zu beweisen, if David Gates will come to my office tomorrow, I'll give him a permanent operating permit for the whole country. Wenn David Gates zu mir kommt morgen, dann werde ich ihm eine unbefristete Flugerlaubnis erteilen. The next morning, excuse me, Mr. President. Am nächsten Tag, bitte, mein Herr Präsident. I came here to collect my permit. Ich komme hier, um meine Flugerlaubnis bei Ihnen abzuholen. Pick up the phone. Den Hörer abgenommen. They let the president know that I was waiting outside. Wir haben den Präsidenten wissen lassen, dass ich also gerade vor seiner Tür stand. The president was kind of irritated. Der Präsident war ein bisschen irritiert. I don't want to talk to David Gates. Ich will jetzt nicht mit ihm sprechen. Just tell him to go to the director of civil aviation and pick up his permit. Sag ihm einfach, dass er zum Direktor für die zivile Luftfahrt gehen soll und dort seine Erlaubnis holen soll. So I went to see the civil aviation director. So bin ich also zu diesem Präsidenten, so dem Direktor gegangen für zivile Luftfahrt. He looked at me and he said, I can't believe this. Und er guckte mich nur so unglaublich an und sagte, ich kann es nicht fassen. Congratulations. Also meinen herzlichen Glückwunsch. You are the most stubborn person I have ever met. Sie sind der größte Dickkopf, dem ich begegnet bin. We never give permissions to churches. Wir haben es nie gehabt, dass wir also Kirchen überhaupt Flugerlaubnis erteilt haben. We have never given anybody an in 30 Jahren haben wir es nie gemacht. The president just called me and told me to give you one. Der Präsident hat mich soeben angerufen und mir die Order gegeben, Ihnen diese come zu erstellen. This afternoon and pick it up. Heute Nachmittag kommen Sie bitte wieder vorbei und holen Sie sich ab. To this day, we are the only religious organization that has a national operating permit and we have 3 airplanes with permissions. Wir sind bis zum heutigen Tage die einzige Organisation, die diese Flugerlaubnis hat. We have a monopoly in Guyana. Wir haben das Monopol auf Guyana. We start medical services to a village and within a few short months we have a church there. Nachdem wir also unsere medizinischen Dienste in einem Dorf angeboten hatten, konnten wir auch immer eine Gemeinde dort etablieren. I love monopolies. Ich liebe Monopole. Not just Bill Gates, David Gates likes monopolies too. Wie Bill Gates mag auch David Gates Monopole. You know what I think? I think it's time for God's people to hold monopolies on a message for the world. Es ist jetzt auch an der Zeit, dass Gottes Volk das Monopol der Evangeliumsverkündigung in dieser Welt hält. I'm very jealous for my church. Ich bin sehr eifersüchtig auf meine Gemeinde. I am tired of being the last one. Ich kann es nicht mehr leiden, der Letzte zu sein. And I have found out that if you go first and you work aggressively, you can be number one. God will make you the head and not the tail. Und ich habe es erfahren, wenn man als Erster wohin geht und also mit Druck arbeitet, dann bleibt man noch Erster. God wants his people to be at the very top of the visibility for the entire world. Gott möchte auch, dass sein Volk die höchste Sichtbarkeit, Erkennbarkeit in dieser Welt hat. It's because of our criminal, sinful lack of faith that God has not been able to do it for us. Wegen unseres kriminellen Unglaubens ist es bisher nicht so gewesen. Today we have 10 airplanes. 10? Today we have 10. Ja. Heutzutage haben wir sogar 10 Flugzeuge, die operieren in Guyana. The pilots, the doctors,
the nurses, they're all volunteers. Ob Piloten, Flugärzte oder Krankenschwestern, alle sind Freiwillige. These airplanes fly in Guyana, Venezuela, Brazil, Bolivia. Und die Flugroute Guyana, Brasilien, Venezuela. We're opening new programs in Mongolia and a helicopter for the Philippines and another one for Norway. Wir haben also auch ein Programm für die Mongolei, für die Philippinen und sogar auch in Norwegen. And our chief pilot is going from Guyana to Africa where he was born so that he can start an aggressive program and open up aviation programs throughout Africa. Und wie ich schon erwähnte, geht unser Direktor der Flugmission nach Afrika, um dort ebenfalls ein solches Netzwerk zu etablieren. All services are free. Alle Dienstleistungen, die wir anbieten, sind unentgeltlich. The airplanes fly from morning to night. Die Flugzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz. And people say, how do you pay for that? That's expensive. Und die Leute fragen sich doch, wie bezahlt ihr das? Das ist doch ungeheuer teuer. My response is, that's not my problem. Und ich antworte immer, das ist nicht meine Sache. I don't waste any time trying to figure out how to pay for things. I waste time trying to figure out how to reach people. Ich verliere nicht meine Zeit, darüber nachzudenken, wie ich das bezahle. Ich verbringe, wende meine Zeit auf, darüber nachzudenken, wie ich die Leute erreiche. All my energy is spent trying to reach more people, not trying to pay bills. Meine ganze Energie ist darauf konzentriert, Menschen zu erreichen, nicht auf die Bezahlung. When the money comes late, yes, I have to be, I make some phone calls and I have to suffer a little bit. Natürlich, wenn das Geld ein bisschen später erst reinfließt, dann muss ich zum Hörer und leide ein bisschen. But God always gives patience to the people and no project in 10 years has ever closed for any reason. Aber Gott schenkt auch diesen Menschen Geduld und ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Projekt in den letzten 10 Jahren abgebrochen werden musste. We did choose to back out of a partnership on a television station one time because the owner was because God was being dishonored. Wir haben wohl einmal unsere Kooperation mit einem Partner beendet, was jetzt ein TV-Programm anbelangt, weil wir auch das Gefühl hatten, dass hier Gott nicht geehrt wird. But we learned our lesson. Und wir haben unsere Lektion gelernt. Don't ever partner with an unbeliever. Geht nie eine Kooperation mit Nichtgläubigen ein. Don't even partner with a believer that does not share your conviction. Auch keine Kooperation mit Gläubigen, die nicht dieselbe Überzeugung teilen. The only people I partner with are those that have a conviction Jesus is coming back and are willing to die to make sure the world knows it. Ich gehe nur Partnerschaften ein mit Menschen, gläubigen Menschen, die von der Wiederkunft Jesu überzeugt sind und die auch bereit sind, ihr Leben dafür zu geben. Now of course we let volunteers come from all over the world, but I'm talking about an administrative partnership. Natürlich haben wir Freiwillige, die aus aller Welt zu uns kommen, aber ich spreche hier über eine organisatorische Partnerschaft und Kooperation. So the aviation program taught us that God is willing to grow and do infinitely more than what we can even think. So hat uns diese Flugmission gelehrt, dass Gott ja noch ein viel größeres Wachstum verspricht, als wir es uns auch vorstellen können. And then it was one school. Und da war mal eine Schule. And a second school. Eine zweite Schule. Today there's five schools. Jetzt sehen wir fünf Schulen. Students don't pay tuition. They work their way through. Die Studenten zahlen kein Schulgeld. Sie arbeiten für ihre Schulausbildung. We have two Bible schools. Wir haben zwei Bibelschulen. And we're building a medical facility that will teach medical evangelists. Und wir werden jetzt eine medizinische Einrichtung etablieren, die auch medizinisches Missionswerk unterrichtet, die Training anbietet. All our professional volunteers that come from Europe, North America and so on, they're all volunteers. God provides for their needs. Alle unsere Mitarbeiter kommen auf freiwilliger Basis aus Europa und Gott sorgt für uns. Some come for a short time and some come for longer. Manche kommen für kurze Zeit, manche bleiben länger. Those who come for longer usually never leave. Die für länger kommen, bleiben auch meistens. You enjoy your work too much. Es ist einfach eine Freude, dort zu arbeiten. You know, it's not about how much money you get paid, it's about how much you enjoy your job. Es ist nicht eine Frage des Gehalts, wie viel Geld man damit macht, aber wie viel man also diese Arbeit selbst schätzt. If you really enjoy your job, who wants to leave? Wenn jemand seine Arbeit schätzt und mag, will er doch nicht mehr weg. As long as your basic needs are met, you wake up every morning and go, yes, another day to work.
solange auch die Grundbedürfnisse gedeckt sind, gibt es doch nichts Schöneres, als jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, ja, wieder mal ein Tag. Now, I want to get a little specific. Ich möchte ein bisschen konkreter werden. I want to tell you about a specific, one specific project. Ich möchte über ein ganz bestimmtes Projekt jetzt Because berichten. Today's topic is about unlimited resources. Unser Thema ist ja unbegrenzte Ressourcen. Now, yes, our airplanes were impossible for us. Am Anfang war es unmöglich, Flugzeuge zu haben. Because it was much more than we could pay for. Weil das ja viel teurer war, als was wir eigentlich an Mitteln hatten. But most people would not consider $50,000 to be unlimited resources. Aber die meisten würden ja meinen, $50,000, das ist wohl nicht eine unbegrenzte Summe. Most people would not consider $100,000 to be unlimited. Ach, $100,000 sind überschaubar. Maybe in South America, maybe some places in Africa, but not in Europe. Vielleicht wohl in Südamerika und in manchen afrikanischen Regionen, aber sicherlich nicht in Europa. Some of us have even much more than that. Manche von uns haben ja auch viel mehr als das. So I'm going to start dealing with the kind of numbers that are usually beyond our reach. Und ich möchte es also mit Zahlen spielen, die jenseits unserer Möglichkeiten sind. In the year 2000, im Jahr 2000, I told the Lord, Lord, I'm finally learning and understand that you're willing to do anything that will save souls. Ich habe es nun endlich kapiert, dass du ja alles machen wirst, wenn es darum geht, Menschen zu retten. I'm finally convinced. Ich bin überzeugt davon. That if it will save souls, go ahead. That if it will save souls, you will do it. Als wenn es um die Seelenrettung geht, wirst du es auch vollbringen. So I told the Lord, any project you give me that will save souls, I will accept it and I won't ask how much. Was auch immer du mir als Projekt gibst, um Menschen Seelen zu retten, werde ich es auch ausführen. Ich werde nicht nach den Kosten fragen. I wish I hadn't done that. Ich habe mir oft gewünscht, ich hätte es nicht gesagt. Because God took me seriously. Gott nahm mich beim Wort. You see, we learned the three lessons. Wir haben drei Lektionen gelernt. Trusting God for our needs. Gott zu vertrauen mit unseren Bedürfnissen. Our second lesson was the more you give, the more you receive. Die zweite, je mehr wir geben, desto mehr empfangen wir. And the third lesson, und die dritte, if you just go forward, God will take care of it. Wenn du nur voranschreitest, Gott wird sich darum kümmern. You don't have to have money. Just be obedient and go forward when the opportunity is handed to you. Du musst das Geld nicht haben, aber nur vorangehen im Glauben. You don't need to Gott know. Wird dir die Gelegenheit schenken. You don't need to know how God's going to resolve it. Du musst auch nicht einmal wissen, wie Gott das lösen wird. You just need to see the opportunity to save souls and follow God. Du musst hier nur die Möglichkeit sehen, Menschenleben zu retten, Seelen zu retten, und Gott wird sich darum kümmern. So he called me from Bolivia. Und so hat mich von Bolivien gerufen. David, you just had the week of prayer down here. Du hast doch gerade eine Gebetswoche abgehalten. You said that God can do anything. Du hast doch behauptet, Gott kann alles. We just found a television network for sale. Wir haben gerade ein TV-Netzwerk, das zum Verkauf angeboten wird, gefunden. A television network? I wasn't looking for a television network. Ein TV-Netzwerk? Ich hatte doch nicht darauf geachtet. We could have at least started with one television station. Wir könnten doch wenigstens mit einer TV-Station beginnen. David, just imagine an entire network over the country. Aber überleg dir doch, David, es geht um ein Netzwerk, das sich über das gesamte Land spannt. Oh, that's very good. Oh, das ist sehr schön. I can imagine it. Ich kann es mir schon vorstellen. I can also imagine this. Ich kann mir auch vorstellen, wie teuer das ist. How much? Wie viel? Oh, not very much. Oh, nicht so schlimm. Only $1 million. Und nur $1 Million. Well, that's pretty cheap for a network. Das ist ziemlich günstig für ein TV-Netzwerk. If you tried to buy a television station here in Berlin, it's probably going to cost 15 to 20 million all by itself. Wenn man sich auch nur in Berlin um eine TV-Station kümmert, wird es 15 bis 20 Millionen kosten. Bolivia is a poor country, so the prices are a little less. Natürlich, Bolivien ist ein etwas ärmeres Land und somit sind die Preise auch niedriger. I said, I don't know, let me pray about it. I'm not convinced yet. Ah, gib mir doch ein bisschen Zeit, ich muss darüber beten. Ich bin noch nicht so überzeugt, lieber Gott. David, you said there's no limit with God. David, du hast doch gesagt, es gibt keine Grenzen für Gott. I know, but somehow my head doesn't figure out how to get $1 million. Aber wie auch immer, ich kann es noch nicht verdauen, da $1 Million. So I talked to my dad, I talked to my other board members and friends. So habe ich also mit meinem Vater mich beraten und mit anderen in einem Gremium. They all told me, David, you know, you never have any money.
Oh David, also du weißt doch, du hast doch nie Geld gehabt. But God always blesses you. Aber Gott hat dich immer gesegnet. Why don't you go down to Bolivia and talk to the men and see what happens? Warum fliegst du nicht nach Bolivien und sprichst mit den Leuten dort und schaust einmal, was passiert? So I flew to Bolivia. So bin ich nach Bolivien geflogen. I made an appointment to talk to the men. Habe also um eine Unterredung gebeten. Now in South America, you don't just buy something just because you have money. In Südamerika kauft man nicht nur etwas, wenn man Geld hat. I don't know how it is in Germany, but probably it's a matter of money. You have the money, I sell to you. Aber es ist ja immer so, hast du das Geld, dann verkaufe ich es dir. In Latin America, before they even talk business, you have to get to know each other. In Südamerika ist es Gepflogenheit, sich zuerst ein bisschen kennenzulernen, bevor man miteinander Geschäfte macht. So the owner said, let's not talk business. Let's have a supper together. Oh, wir wollen jetzt nicht gleich über die Geschäfte sprechen. Wir wollen mal miteinander ausgehen, essen. I'll bring all my people and you bring all of your people. Ich bringe jetzt mal alle meine Leute und Sie, Herr Gates, Sie bringen auch Ihre Leute. And of course they were very, very rich. Und die waren offensichtlich sehr reich. So they called the restaurant owner and said, close the restaurant. We want to be the only ones in your restaurant. Und so rief dieser TV-Besitzer ein Hotel an und sagte, sperr das ganze Restaurant nur für uns. Ich habe da eine geschlossene Gesellschaft. The owner said, yes, sir. Und da natürlich erwiderte zu ihren Diensten, mein Herr. They closed the restaurant and they set up a big table in the middle with about 18 seats. Und so haben sie also dieses Hotel gesperrt, das Restaurant, mit einem Tisch für 18 Plätze. We had about 7 or 8 people and they had about 7 or 8 people. Wir waren so 7, 8 und sie hatten auch 7, 8 Personen. I sat next to the owner. Ich war so zur Seite des TV-Besitzers da gesessen. He said, David, order anything you want. Und er lud mich ein, einfach alles so bestellen, was ich wollte. Any wine, any alcohol, any meat, anything you want, it's expensive, it doesn't matter. Was auch immer an alkoholischen Getränken, wie teuer auch immer, kein Problem. Well, no, I said, I'm a vegetarian, so I don't want any meat and I don't drink alcohol. Ich habe ihm halt erwidert, ich bin ja ein Vegetarier und ich trinke auch keinen Alkohol. But on the other hand, it's already 9:30 at night, kind of late. I don't like to eat this late. Und außerdem ist es schon relativ spät, 9:30 Uhr abends und ich pflege nicht so spät zu essen. I said, I think I'm just going to get a little bowl of fruit. Ich werde also nur eine Schüssel Obst bestellen. Why? Ja, warum denn? Why only a bowl of fruit? Warum nur eine Schüssel Obst? Well, I get heartburn, I don't sleep well and my stomach works hard all night. Ja, ich habe so ein unangenehmes Völlegefühl und dann kann ich nicht gut schlafen nachts. And the owner said, oh, is that right? I have the same problem. Oh, stimmt das? Mir geht es genauso wie Ihnen. So he said, if I eat heavy at night, I can't. Is that why I can't sleep? Oh, und dann hat er gesagt, ist das wirklich so, wenn man also abends so üppig isst, kann man nicht gut schlafen? He said, give me a bowl of fruit too. Oh, wenn das so ist, dann möchte ich auch nur eine Fruchtschale bestellen. All the waiters were hoping to get a very expensive order, you know. Und natürlich hatten die Bediensteten gehofft, also eine große Bestellung zu bekommen. 18 bowls of fruit. 18 Fruchtschüsseln nur. No wine. Kein Alkohol. 18 bowls of fruit, also. 18 Fruchtschüsseln. Obstschüsseln. The restaurant owners, I could tell, were very disappointed. Der Hotelbesitzer und der Restaurantbesitzer war wirklich enttäuscht. David, how many children do you have? David, wie viele Kinder haben Sie denn? What kind of food do you like? Was für ein Essen mögen Sie denn? What kind of activities? Do you play football? Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Spielen Sie Fußball? And we just talked about all kinds of personal things. Und wir haben uns da ausgetauscht über ganz persönliche Dinge. And right near the end of the evening, he said, by the way, what kind of programming do you expect to put on the air? Und so nebenbei gefragt, ja, was haben Sie denn vor mit diesem TV-Netzwerk? Was wollen Sie denn also ausstrahlen? I'm going to tell people to only eat fruit at night if they eat too late. Ich werde also vor allem auch betonen, dass die Leute nur Obstschalen am Abend essen sollen. We're only going to talk. We're going to talk about health, education, children's programming, family. Wir werden natürlich über Gesundheit, über Kinderprogramme, Erziehung sprechen, Familie. And spiritual things. Und geistliche Dinge. Hmm. He said, you know, Bolivia needs this kind of programming. Ja, das ist richtig. Bolivien braucht diese Art Programme. I own 2 television networks. Ich besitze ja 2 TV-Netzwerke. And some of the things they put on there, David, I can't stand to watch with so much violence and blood. Und manche dieser Programme, die kann ich nicht ausstehen. Da ist so viel Kriminalität, Gewalt.
I rarely watch my own television station because I get sick. Ich schaue selber gar nicht meine Fernsehprogramme an, weil es mir damit davon übel wird. What you said you're going to do, that's exactly what this country needs. Was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, das ist genau das, was Bolivien braucht. Tomorrow we do business. Morgen machen wir Geschäfte. I was afraid he would say that. Ich hatte das schon erwartet. How did I tell him I don't have any money? Wie werde ich ihm das denn beibringen, dass ich kein Geld besitze? But we went to the meeting the next morning kind of trembling. Aber wir gingen trotzdem zu unserer Verabredung am nächsten Tag, am darauffolgenden Tag. He and I sat down next to each other and the rest of our team members sat around. Mit so weichen Knien und ich bin da so vorgegangen, die anderen waren um uns herum. David, make me an offer. David, mach mir ein Angebot. Do you mind if we have prayer first? Haben Sie was dagegen, wenn wir zuerst beten? I've never had a board meeting with prayer. How do you do that? Ich habe noch nie eine Sitzung mit einem Gebet eingeleitet. Well, you see, this is a spiritual network, and so we have to ask God's presence. Aber verstehen Sie, also es geht ja hier auch um geistliche Dinge, die wir mit diesem Netzwerk ausstrahlen, und so müssen wir auch um Gottes Gegenwart bitten. No, that's really good. I just don't know how do you do that? Also ich finde das schon toll, aber ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen soll. Well, first we kneel down. Oh, zuerst werden wir uns hinknien. Okay. Then we fold our hands and we close our eyes. Und dann werden wir unsere Augen schließen und unsere Hände falten. If you have a hat, you take it off. Und wenn man eine Kopfbedeckung hat, nimmt man sie so ab. They followed everything. Und dann haben sie das alles schön befolgt. I'll invite God's presence. Und ich werde Gott um seine Gegenwart bitten. So while I was praying, they were... Und als ich beim Beten war, haben sie sich natürlich bekreuzt. And when we got done, we said amen, and we all sat down again. Und dann haben wir das Gebet beendet und haben uns hingesetzt. Okay, David, make me an offer. Nun, David, jetzt mach mir doch ein Angebot. Well, I had heard they were asking 1 million, so I said, I offer you $1 million for your network. Ich habe gehört, dass Sie 1 Million verlangen, und so werde ich Ihnen noch 1 Million anbieten für Ihr Netzwerk. 1 million? We haven't been asking for 1 million. 1 Million? Wir haben doch das nie verlangt. We've been asking 1.5 million. Wir haben 1,5 Millionen verlangt. But your business manager told us 1 million. Aber Betriebswirt hat uns von 1 Million gesprochen. So he called his business manager and said, did you tell David 1 million? Und dann ruft er ihn an und fragt ihn, hast du denn David wirklich gesagt, 1 Million? Yeah, that's what I told him. Ja, richtig, ich kann es bestätigen. We've been asking for 1.5 million, he said. Look at all the advertising. Wie kannst du nur sowas tun? Du weißt doch, dass wir 1,5 Millionen verlangen wollen. I'm sorry, David. I can't accept 1 million. Make me another offer. Es tut mir leid, David, aber du musst mir ein neues Angebot machen. Lord, what do I do? Oh Gott, was soll ich jetzt tun? I came prepared thinking, 1 million, 1 million, what do I do? Ich habe ständig 1 Million, 1 Million gedacht, was soll ich jetzt tun? How much should I offer him? Wie viel soll ich ihm anbieten? And the Holy Spirit said, do you remember the story of the 5 loaves and 2 fishes? Kannst du dich an die Geschichte erinnern, der 5 Brote und 2 Fische? Yeah, I remember that story. Natürlich. Do you think it would have mattered if there was 10,000 or 20,000? Meinst du wirklich, dass es eine Rolle spielt, ob das 5.000 oder 10.000 sind? No, 5 loaves and 2 fishes would have been good enough for 20,000. Das wäre auch für 20.000 genügend gewesen, die 5 Brote und 2 Fische. Natürlich, so richtig. So what's the problem with you? So was hast du denn für ein Problem? 1 million, 1.5 million, what's the difference? You don't have anything. Das macht doch keinen Unterschied. Du hast sowieso nichts. Also 1,5 Millionen oder 1 Million, was ist der Unterschied? Okay, I understand. Oh ja, ich habe es kapiert. So I told him, okay, I'll give you 1.5 million. Okay, ich biete ja so 1,5 Millionen. What? You're not going to negotiate or anything? Was? Sie wollen nicht einmal verhandeln? You're not going to offer me any less? Oh, nicht ein bisschen weniger? I said, no, you said 1.5 million, it's fine with me. Ah, Sie haben gesagt, 1,5 Millionen, ich kann damit leben. I wish I had money like you did. Ah, ich wünschte, ich hätte so viel Geld wie Sie haben. $500,000 to you doesn't mean anything, does it? Es sieht so aus, als ob 1,5 Million bei Ihnen keinen Unterschied macht. No. Nein. Then the Holy Spirit said, you don't have a studio, you need a studio. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, du hast ja kein Studio, du brauchst ein Studio. Remember the property they just bought? $300,000 property, you need it. Ask for it. Und die haben ja auch so ein Studio, das 300.000 kostet, frag doch. So I said, oh, that property you bought just behind here, I need you to kind of throw that in.
auch dieses Grundstück, das sie da gerade eben erworben haben, das möchte ich auch noch dazu nehmen. He said, but David, we just bought it for $300,000 for our use. Aber David, wir haben es doch gerade für unsere Bedürfnisse jetzt gekauft. I said, don't argue with me. Oh, ich habe gesagt, fangt nicht mit mir an zu streiten. Did I argue with you when you wanted $500,000 more? Habe ich denn mit Ihnen gestritten, als Sie eine halbe Million mehr verlangt haben? No, I didn't argue with you. No, ich kann es bestätigen. Don't argue with me. Also dann fangen Sie nicht mit mir an zu streiten. Either you give me the property or the deal is off. Entweder kriege ich auch noch dieses Grundstück dazu oder wir trennen uns ohne Geschäfte. He turned to the guy next to him and said, "This gringo, he's a hard negotiator." Und dann hat er sich dem anderen zugewandt und gesagt, dieser Gringo, das ist ein harter Verhandler. He said, okay, I'll give it to you. Okay, gut, ich gebe dir auch diese Immobilie oder dieses Grundstück. So they prepared all the documents. So wurden alle Dokumente vorbereitet. And the next day we met at his mansion. Und wir haben uns dann in seinem Anwesen getroffen am darauffolgenden Tag. It looked like the White House. Es sah aus wie das Weiße Haus in Washington. It had a driveway through there and two big large staircases going up. Ja, eine richtige Vorfahrt mit Wendeltreppen, mit großen terrassenartigen Treppen. There really was a mansion. His property was closed in. It had 16 acres of gorgeous. 16 Hektar Land haben diese schöne Villa umgeben. Es war wirklich ein Anwesen. So, we got all the papers ready to sign. So, wir hatten also alle Dokumente vor uns, unterschriftsreif. He came running over and he brought a big white Bible and he set it down. Er kam also noch und hat auch eine Bibel gebracht. He said, "Oh David, I want to bring this Bible here because the Pope gave me the Bible." Ich muss diese Bibel natürlich auch mit dabei haben, weil sie mir vom Papst persönlich geschenkt wurde. Whenever the Pope comes to Bolivia, he stays at my house. Wenn auch immer, jedes Mal, wenn der Papst Bolivien besucht, pflegt er bei mir einzukehren. See, look, the Pope even signed the Bible for me. Er hat sogar eine Widmung in diese Bibel geschrieben. We need this Bible here because this is a spiritual event. Wir brauchen diese Bibel, weil es ja um eine geistliche Angelegenheit geht. This ja. Network is going to belong to God, so we need the Bible here. Da dieses Netzwerk Gott gehört, brauchen wir die Bibel. So we signed all the papers. Und so haben wir alle Papiere unterschrieben. He had all his camera people there filming. Er hatte auch ein Kamerateam mit, um das aufzunehmen. This was supposed to be a media event. Das war also ein Event, ein Medienevent. The sale of a national network always is a media event. Natürlich, der Verkauf eines nationalen TV-Netzwerkes ist ein Ereignis. After we were done signing all the papers, nachdem wir alles unterschrieben hatten, the young lady that was with me said, "David, show him Exodus 20." Sagte die junge Dame neben mir, zeig ihm doch mal Exodus 20. I said, "Would you come over here, please? I want you to read for me Exodus 20, 8 through 11. Ich möchte, dass Sie mit mir lesen Verse 8 bis 11. So with all the cameras still rolling, und die Kameras waren also gerade am Drehen. He said, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Hat er gerade also das Sabbatgebot gelesen. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der siebte Tag ist der Tag des Herrn. He said, "I didn't know that that was in my Catholic Bible." Ich wusste gar nicht, dass das jetzt in meiner katholischen Bibel steht. I said, "It's signed by the Pope." Es ist sogar vom Papst signiert, habe ich geantwortet. After supper, he said, "Would you mind giving me Bible studies? I have a lot to learn." Nach dem Abendessen bat er mich denn, können Sie mir denn auch Bibelstunden geben? Ich muss offensichtlich viel nachholen. Anyway, let me move on with the story. There's a lot of interesting details, but we need to get to the conclusion. Ich möchte nun also zum Ende kommen. Es gibt natürlich viele Details, die wir aber jetzt überspringen wollen. We saw God's hand at every step. Wir haben Gottes Wirken erlebt, Schritt für Schritt. And then came finance time. Und nun kommt das mit den Finanzen. David, I need $100,000 deposit, please. David, wir brauchen $100,000 Anzahlung. I said, "Lord, you know I don't have the money, but give me a solution. What do I do?" Lieber Gott, ich habe das Geld nicht. Du weißt es. Schau mal, wie ich das löse. An idea popped into my head. Und da kam plötzlich ein Gedanke auf ihm. Call the bank president and ask to borrow $100,000. Ruf doch den Präsidenten der Bank an und borge dir $100,000. So I called the bank and I said, "Randy, I'm needing to borrow $100,000. I just bought a $1.5 million network." Ich habe gerade ein 1,5 Millionen Netzwerk gekauft, TV-Netzwerk. Kannst du mir nicht 100.000 borgen? David, you don't even have any money in your account.
Du hast doch nicht einmal was auf deinem Konto, David. I know, that's why I'm asking you to loan it to me. Und deswegen habe ich dich ja gebeten, mir einen Kredit zu geben. David, you're always asking me to walk on water. David, du fragst immer an bei mir, ich soll auf Wasser gehen. But I've learned one thing. Aber ich habe eines gelernt. Everything you do, God blesses. Was auch immer du anrührst, es ist erfolgreich. Gott segnet es. I'll send you the money today. Ich lasse das Geld dir zukommen, heute noch. Well, I felt like I was digging a hole deeper. First I signed the contract, now I was borrowing money. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir das eigene Grab schaufle. Zuerst hatte ich einen Vertrag unterschrieben und jetzt borge ich mir noch Geld aus. But I learned that I must do everything in my power, everything that I could do, before I could expect God to do His part. Aber ich hatte die Lektion gelernt, dass ich alles in meinem Möglichen tun muss, bevor Gott seine Macht entfalten kann. So I paid the 100,000. So habe ich die 100,000 angezahlt. In a few weeks later. Und ein paar Wochen später. A friend of mine had an auto accident and his wife was killed. Einer meiner Freunde hatte einen Verkehrsunfall und seine Frau war dabei umgekommen. He collected $100,000 in life insurance. Er hat 100.000 Dollar von der Lebensversicherung ausgezahlt bekommen. And he gave me the money. Und hat es mir weitergegeben. And I paid the bank. Und ich habe der Bank diesen Kredit zurückgezahlt. Even in a tragedy, God uses it to be a blessing. Auch Gott benutzt Tragödien und macht daraus einen Segen. I flew down to Bolivia and I said, now we have several months to start work before we have to pay the 1.5 million. Let's get going. 1.4 million. Dann bin ich nach Bolivien geflogen und habe meiner Leuten gesagt, jetzt haben wir noch ein paar Monate Zeit, um mit der Arbeit zu beginnen, bevor wir die 1,4 Millionen Restschuld zahlen müssen. The church didn't have any Spanish television networks. We were the only, and there was no material to put on the air. Die Gemeinde hatte kein spanischsprachiges Programm für dieses Netzwerk. It's a very painful thing to start a network. Es ist sehr schmerzlich, so ein Netzwerk überhaupt zu entwickeln. It's just like a baby being born. Es ist wie bei der Geburt eines Babys. During the process, you almost give up. You say, "Oh, I wish I'd never done this." Ab und zu kommt einem der Gedanke, hätte ich das nur nicht begonnen. But I knew that mothers forget the pain. Aber ich weiß, dass auch Mütter die Wehen vergessen. But during the process, it's not very much fun. Aber unter den Wehen ist es sicherlich keine angenehme Sache. So I said, I'm just going to hang in there and suffer the pain. Ich werde also diese Geburtswehen jetzt ertragen. Das war mein Entschluss. Months went by and we still couldn't get on the air. Es ging ein Monat vorbei und wir konnten noch immer nicht unser Programm ausstrahlen. I said, I can't believe it. I've never had a network in my hands before. Ich verstehe das nicht. Ich hatte nie ein Netzwerk zuvor gehabt. Now I have a network in my hands and I can't use it. Jetzt habe ich dieses Netzwerk endlich und ich kann es nicht verwenden. I don't know even what do I put on the air? There's nothing. Ich weiß nicht einmal, was ich für ein Programm anbieten soll. Es ist nichts vorhanden. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate verstreichen. Never could get on the air. Und wir sind noch nicht in der Lage gewesen, auszustrahlen. They kept calling me and saying, David, do you have the 1.4 million now? Und nun rief dieser TV-Mongol an und fragte nach den 1,4 Millionen. No, I don't have the money yet. Nein, ich habe sie noch nicht, diese 1,4. Don't worry about it. Let's wait till next month. God will give you the money. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Der liebe Gott wird sie dir geben. Next month. David, do you have the money yet? Nächsten Monat. David, hast du das Geld jetzt? Not yet. Nein, noch nicht. Do you have any idea when your God's going to give it to you? Hast du denn irgendeine Ahnung, wann dir der liebe Gott endlich das Geld mal geben wird? No, this is, he knows. Oh, ich denke, er weiß schon Bescheid. We'll wait till next month. Wir warten noch einen Monat. My friends up in the States that had a lot of money wanted to talk to me. Meine begüterten Freunde in den Staaten wollten mit mir sprechen. One man has about nearly $100 million. Einer von ihnen besitzt so um die 100 Millionen Dollar. So when he wanted to talk to me, I said, maybe this might be the solution. Und als er um ein Gespräch bat, hatte ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das ja die Lösung. He gives money to a lot of the church all over the world. Er ist sehr großzügig und verteilt sein Geld über viele Gemeinden in aller Welt. He called me to his room and he said, I want to talk to you.
Er rief mich auf sein Büro und wollte mit mir sprechen. He said, David, you're a criminal. Und dann sagte er mir, David, du bist kriminell. You should have never signed a document with no money. Du hättest nie ein solches Dokument unterschreiben dürfen ohne Geld. He said, don't you even think for a second I'm going to help you. Erwarte von mir auf keinen Fall, dass ich dir da helfe. You're going to go bankrupt and it's going to be your own fault. Du wirst also bankrott gehen und das wird deine alleinige Verantwortung sein. I have 46 years of business experience and I guarantee you, you're going to go bankrupt. Ich habe 46 Jahre lang Business-Erfahrung und ich garantiere dir, dass du bankrott gehst. I was surprised at his response. Ich war völlig überrascht von dieser Antwort. Because he was a man that gave money to everybody. Weil er ansonsten so freigebig war. And I said, well, I'm sorry you feel that way. Und dann habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, dass du so fühlst. But I said, when I bought the airplanes, God has always helped us pay for it. Aber als ich das Flugzeug gekauft hatte, hat Gott immer das Geld zur rechten Zeit gegeben. Oh, but that's for airplanes. That was a little bit of money. Ja, aber das ist doch kein Vergleich. Das ging ja nur um ein paar tausend Dollar, eine kleine Summe. This is 1.5 million, David. Hier geht es doch um 1,5 Millionen. So what's the difference? Und was ist der Unterschied? 50.000, 1.5 million, what's the difference? 50.000, 100.000, 1,5 Millionen, was ist der Unterschied? I don't have the money. Ich besitze es ja sowieso nicht. David, you don't know the difference between 50 and 1.5. Ich habe 46 Jahre lang Business-Erfahrung und ich garantiere dir, dass du bankrott gehst. I was surprised at his response. Ich war völlig überrascht von dieser Antwort. Because he was a man that gave money to everybody. Weil er ansonsten so freigebig war. And I said, well, I'm sorry you feel that way. Und dann habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, dass du so fühlst. But I said, when I bought the airplanes, God has always helped us pay for it. Aber als ich das Flugzeug gekauft hatte, hat Gott immer das Geld zur rechten Zeit gegeben. Oh, but that's for airplanes. That was a little bit of money. Ja, aber das ist doch kein Vergleich. Das ging ja nur um ein paar tausend Dollar, eine kleine Summe. This is 1.5 million, David. Hier geht es doch um 1,5 Millionen. So what's the difference? Und was ist der Unterschied? 50.000, 1.5 million, what's the difference? 50.000, 100.000, 1,5 Millionen, was ist der Unterschied? I don't have the money. Ich besitze es ja sowieso nicht. David, you don't know the difference between 50 and 1.5 million? David, begreifst du nicht den Unterschied zwischen 50.000 und 1,5 Millionen? 50.000 is a little bit of money. 1.5 million is impossibly large. Das eine ist eine niedrige Summe, das andere ist eine astronomische Summe. Ah, I understand, I said. Ah, ich verstehe, wie du das meinst. In your wallet right now, you have 50.000, so to you it's a little bit of money. In deiner Brieftasche hast du wohl 50.000. For you, 50.000 is what you spend on toys. Diese 50.000, die du hast, das ist, was du für Spielzeug ausgibst. For me, it's impossible. Für mich ist es unmöglich. To me, there's no difference between 50.000 and 1.5. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen 50.000 und 1,5 Millionen. And if God did it for me for 50.000, 1.5 million is nothing. Wenn es Gott mit 50.000 geschafft hat, dann wird es auch mit 1,5 Millionen sein. Das ist doch nichts für Gott. Just remember what I told you. You're dead meat. Please? You're dead meat. So I'm saying in English. You're dead. Denk an mich. Du wirst bankrott sein. Du bist erledigt. I said, I'll take the heat and I'll wait till next year. Okay, ich nehme das auf mich. Ich warte bis nächstes Jahr. We'll talk next year. Wir sprechen nächstes Jahr. I left his room. Ich habe den Raum verlassen. He picked up the phone. Er nahm den Hörer. He called all of my other rich friends. Er hat alle meine anderen wohlhabenden Freunde angerufen. Don't give David anything. Und hat sie vorgewarnt, spendet ja nichts dem David. We're going to teach him a lesson. Wir müssen ihm jetzt eine Lektion erteilen. We can't have people running around the world signing $1.5 million contracts with no money. Wir können es uns nicht erlauben, hier Leute, die in der Welt herumreisen und also Verträge für 1,5 Millionen unterschreiben. Then they come running back to us and say, "Gimme, gimme, gimme." No, nope, we're not going to give him anything. Und dann kommen sie natürlich zu uns und jammern uns an und wollen dann das Geld von uns. Ich werde ihm nichts geben und gebt ihm auch nichts. I told them, "I've never asked you for any money." Ich habe ihm gesagt, ich habe doch nie um Geld gebeten bei euch. I've never asked anybody for any money. I only asked the owner. Ich habe niemanden bisher um Geld gebeten und ich frage auch immer nur den Besitzer aller Dinge. Well, I'm going to do my part to show you a lesson.
Aber ich werde meinen Teil tun und werde euch eine Lektion erteilen. And he did. Und Gott hat es. He did his homework very well. Und er musste seine Hausaufgabe machen. Not a single wealthy Adventist would have anything to do with this network project. Und er hat es geschafft, dass keiner dieser begüterten Adventisten auch nur einen Cent gespendet hat für dieses Netzwerk. Well, finally we decided to go on the air anyhow. Aber wir haben uns entschlossen, trotzdem das Programm zu machen. My team said, no, David, we're going to be embarrassed. They're going to make fun of us. Nein, David, das können wir nicht machen. Wir machen uns lächerlich. I said, I don't care. Das ist mir doch gleich. At this point, I don't care how much fun they make of us. Ich sorge mir nicht mehr darum. If we don't get on the air, we will have owned a network for 6 months and never even preached a single thing or helped anybody. Wenn wir also nicht aufs Programm ins Fernsehen kommen, dann werden wir 6 Monate lang kein Programm gehabt haben. I told my programming director, get the programming that we have and take it over there and put it on the air. Und ich habe dann meinem Programmdirektor befohlen, das Programm, das er jetzt vorbereitet hat in diesen Monaten, einfach auszustrahlen. She said, no. Und auch er sagte nein. I can't bring myself to do that. Ich kann mich nicht dazu überwinden. Okay, then I'll do it. Gut, dann werde ich es machen. I went across the street and I said, take that trash off the air and put this signal on the air. Und habe gesagt, okay, jetzt müsst ihr euren Mist weg und wir wollen jetzt dieses Programm ausstrahlen. All I had was a bunch of nature music and sacred, I mean nature with sacred music. Alles, was ich zur Verfügung hatte, waren also Naturbilder und damit auch geistliche Musik, umrahmt von geistlicher Musik. I had about 10 hours of sacred music. 10 Stunden von geistlicher Musik. I just let it run all around the clock. Und ich habe es einfach immer wiederholt, um die Uhr, rund um die Uhr. And every time we found the video, we stuck it in the middle. Und wenn auch immer wir ein Video finden konnten, haben wir es also immer wieder eingeschoben in diese Programmserie. I discovered a secret. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. The most valuable secret I have learned ever in broadcasting. Das wertvollste Geheimnis, das ich je also in TV-Ausstrahlungs in der Arbeit gelernt habe. Any network in any language can begin with music. Jedes Netzwerk, was auch immer die Sprache sein mag, kann mit Musik starten. If it's sacred, beautiful music that honors the Lord. Wenn es geistliche, schöne Musik ist, die Gott ehrt. God will use it to drive the demons out of the homes of the people that are harassing them. Wird Gott diese Musik benutzen, um die Dämonen zu verscheuchen, die Menschen also bedrängen? And once you're on the air, people discover you, and very soon, in a few months, you have very nice programming. Und mit der Zeit lernen also die Menschen dieses Programm kennen. As soon as we turned the signal on, we got 60 phone calls. Und sie interessieren sich dann für das Programm. Und als wir dann also das Programm fortgeführt haben, hatten wir 60 Anrufe. Menschen weinten am Telefon. Thank you, thank you, thank you. Und haben sich bedankt, herzlich bedankt. Finally, a television station that has no blood or violence. Endlich jetzt mal ein TV-Programm ohne Blut und Gewalt. Finally, a station that brings peace to our home. Endlich ein Programm, das auch Frieden in unsere Heime bringt. The psychiatrists and psychologists discovered us. Sogar die Psychiater und Psychologen haben uns entdeckt. They called and said, "Excuse me, can you tell me when Moments of Peace is coming on the air?" Könnt ihr uns bitte mitteilen, wann das Stück Augenblicke der Stille wieder ausgestrahlt wird? I said, "Who's coming? I mean, who's calling?" Dann fragte ich natürlich, wer spricht denn bitte? Oh, this is Dr. So-and-so. I'm a psychiatrist in town. Oh, mein Name ist Dr. So-and-so. Ich bin hier ein Psychiater. Why are you wanting to know? Warum wollten Sie das wissen? Well, we get all our patients together and we do group therapy by watching your television station. Naja, weil wir Gruppentherapie machen, während dieses Programm ausgestrahlt wird. And we notice that anybody who has depression gets better when they watch your TV station. Und wir haben es erlebt, dass es für Depressive außerordentlich gut ankommt. And for patients that are severely depressed, they're only allowed to watch only one TV station. Und wenn sie stark depressiv sind, dann erlauben wir ihnen nur dieses eine Programm. Anyway, within a few months we had
family program, children's programming, educational, it grew rapidly. Natürlich, nach einigen Monaten hatten wir dann auch Familienprogramme, Erziehungsprogramme und Kinderprogramme zur Verfügung. And then God led us through another process, which I can't talk about, but it put us on satellite. Aber dann hat uns Gott nochmal durch eine Erfahrung gebracht und wir hatten jetzt die Möglichkeit, über Satellit auszustrahlen. It required me to sign another million-dollar contract. Ich musste wieder einen 1-Million-Dollar-Vertrag unterschreiben. I said, Lord, can't you at least pay for the network before I sign another contract? Lieber Gott, kannst du denn nicht schon mal das erste bezahlen, bevor ich jetzt das nächste angehe? Have I abandoned you? Hat er mich gefragt, habe ich dich je verlassen? Have they taken away your network from you? Habe ich denn das Netzwerk dir wieder weggenommen? No. Nein. So what are you complaining about? Warum jammerst du dann? I know, but this is digging a hole even deeper. Aber du siehst doch, das Loch wird immer größer. So? Na und? That's my problem. Das ist doch mein Problem. If you get on satellite, you will reach millions of people more. Wenn du jetzt über Satellit ausstrahlst, dann wirst du noch Millionen mehr Menschen erreichen. And how we got that money is another miracle in itself, but we went on satellite. Wie wir das zu dem Geld dann gekommen waren, das ist ein Wunder für sich. Aber das Endresultat war, wir konnten über Satellit ausstrahlen. All over South America, all over North America and Western Europe. Über ganz Nordamerika, Südamerika und Westeuropa. Cable companies everywhere discovered us. Today we're on nearly 150 cables companies. Wir haben also mit Kabel-TV-Gesellschaften gearbeitet und mit mehr als 150 davon. Today we have nearly 40 television stations that transmit that signal. Wir haben mehr als 40 TV-Stationen, die dieses Programm ausstrahlen. We're in the homes of 100 million people. Wir können 100 Millionen Heime erreichen. The Holy Spirit just loves that. Der Heilige Geist liebt das. What God loves the most is to reach into people's homes and bring peace and a personal contact. Gott liebt es, in die Heime zu kommen und dort den Frieden einkehren zu lassen. God just loves that. Gott mag das. Reaching people. Leute, Menschen zu erreichen. So I had a lot of joy and peace in my heart, but I had a lot of problem behind. So hatte ich einen inneren Frieden und Freude in meinem Herzen, aber viele Probleme hinter meinem Rücken. A year went by. Ein Jahr verstrich. I still haven't paid for the network. Ich hatte noch immer nicht meine 1,4 Millionen abgezahlt. I went back to the meetings in North America. Ich ging nach Nordamerika zurück. I put a dish on top of the hotel rooms and I had all the both hotels put our network on the number 2 and number 3 channel. Say it again. I went to the hotels and I put a satellite dish. Okay. Ich habe also die Hotels besucht und habe dort meine Satellitenschüsseln montiert. On channel 2 and channel 3. Auf die Kanäle 2 und 3. And I talked to my wealthy friend again. Und ich bin also meinen reichen Freunden wieder begegnet. My wealthy friend had the whole top suite on one of the hotels. Und sie hatten also auch eine ganze Suite in einem dieser Hotels genommen, in der oberen Etage. And he turned on the TV, and there is our network. Und er hat dann das Fernsehen eingeschaltet und trifft uns da im Kanal 2 und 3. I told David a year ago he was going bankrupt and now the signal's in my hotel. Ich hatte David versprochen, dass er also bankrott gehen würde ein Jahr zuvor und jetzt erhalte ich sein Programm in meinem Hotel. He came and see me and said, David, did you pay for that network? Und dann kam er zu mir und sagte, David, hast du denn wirklich jetzt gezahlt für dieses Netzwerk? Unfortunately, God has not seen fit to pay for it yet. Unglücklicherweise hat es Gott noch nicht für wichtig empfunden, diese Summe zu begleichen. Well, how come you're still on the air? Ja, wie kommt es, dass du dann aber ausstrahlen darfst? I've been asking me myself that question too. Ich habe mir diese Frage selber gestellt. And I only have one answer. Ich habe nur eine Antwort darauf. God wants to show you something. Gott möchte dir doch etwas lehren. That you can be totally successful without any money. Wie man also völlig erfolgreich sein kann ohne jeden Cent. God doesn't need your money. Gott braucht dein Geld nicht. He's going to pay for it. Er wird das schon begleichen, when he feels like it. Wenn es für ihn die rechte Zeit ist. But we're on satellite into 100 million homes without your money. Aber wir sind jetzt über Satellit
in über 100 Millionen Heimen erreichbar ohne dein Geld. Without anybody's money. Ohne Geld von niemandem. You know why I will never ask you for any money? Weißt du, warum ich dich nie um Geld bitten werde? No, why? Warum? You don't own anything. Weil du selber auch gar nichts besitzt. You're poor and miserable like all the rest of us. Du bist genauso arm und jämmerlich wie alle, wie wir auch. Besides, you're just a manager. Und außerdem bist du ja nur ein Manager, ein Verwalter. I don't talk to managers. Ich spreche nicht mit Verwaltern. I go right to the owner. Ich gehe gleich zum Besitzer. Now, why did I speak so direct to him? Warum spreche ich denn so direkt mit euch? You know why? Wisst ihr warum? Because rich people cannot be saved unless they learn that lesson. Weil reiche, wohlhabende nicht gerettet werden können, außer sie lernen auch diese Lektion. As long as you don't learn that everything you have belongs to God, you cannot go into the kingdom of heaven. Solange du nicht akzeptierst, dass alles, was du auch besitzt, Gott gehört, wirst du auch das Himmelreich nicht sehen. To get to heaven, it's total dependence on God. Es braucht die völlige Abhängigkeit von Gott, um auch ins Himmelreich zu gehen. We need to learn a lesson. Even poor people need to learn that lesson. Auch wir müssen diese Lektion lernen, auch die nicht so begüteten von uns. Anyway, I'm summarizing some things because quite a few rich people came and talked to me. Ich will das jetzt nur zusammenfassen, weil nicht wenige Reiche sind an mich herangetreten. It's hard for wealthy people to wrestle with the idea that you can have success with no money. Es ist sehr schwer für diese zu begreifen, dass man erfolgreich sein kann ohne Geld. Anyway, they finally called me from Bolivia. David, we got to talk to you. Nun haben die mich wieder von Bolivien aus angerufen und gesagt, jetzt müssen wir mit dir reden. They were very serious. Die waren also sehr ernst. So I flew down to Bolivia and I met with them on November 30. So bin ich also wieder runtergeflogen und habe mich mit ihnen am 30. November getroffen. 2003. David, we have a problem. David, wir haben ein Problem. It's been a year and a half. Es ist ja schon anderthalb Jahre jetzt. You haven't been able to pay your bills. Und du hast noch immer nicht deine Rechnung bezahlt. We love your television station. Wir schätzen natürlich dein TV-Programm. In fact, one of your programs saved my marriage. Ich muss auch zugeben, dass eines deiner Programme meine Ehe gerettet hat. My wife and I were getting ready to have a divorce, but we watched your station and we learned how to resolve our problem. Wir waren also schon dabei, gerade also uns scheiden zu lassen, und dann haben wir uns ein Programm angeguckt. So we love your network. Ja, wir mögen es. It belongs to God. Es ist wirklich Gottes Werk. But surely you have to understand, we're just human. Aber du musst verstehen, wir sind auch Menschen. We have to pay our bills. Wir müssen ja auch unsere Rechnungen bezahlen. We have taxes to pay. Und wir müssen auch unsere Steuern zahlen. Please don't get upset with us. We apologize, but we're only going to give you 30 more days. Du darfst uns nicht böse sein, aber wir geben dir nur noch eine Frist von 30 Tagen. If you don't pay in 30 days, we want the network back and we're going to sell it to somebody else. Wenn das Geld nicht kommt, dann werden wir dieses Netzwerk zurücknehmen und es jemand anderen verkaufen. I said, that's okay. Okay, habe ich gesagt, das könnt ihr machen. That's not a problem for you? Ist es kein Problem für Sie? No. Nein. It's not my network. Es ist ja nicht mein Netzwerk. It's God's network. Es ist Gottes Netzwerk. And he has plenty of money. Und er hat so viel Geld, er nur haben will. And you have been very fair. Und sie waren ja sehr fair. You've waited for a year and a half. Und sie haben immerhin anderthalb Jahre gewartet. And God is a fair God. Und Gott ist ein fairer Gott. He's a God of justice. Als ein gerechter Gott. And he knows you have gone the extra mile, and he will work within those limits. Und er weiß, dass sie die extra Meile gelaufen sind, und er wird das auch anerkennen. David, in that case, you don't need to sign the contract. I just take your word. In diesem Fall brauchst du jetzt nichts zu unterschreiben. Ich nehme dich beim Wort. But he said, could we kneel down and pray? Aber er bat darum, dass wir uns doch vielleicht zum Gebet niederknien. We knelt down and prayed. Wir haben uns hingekniet und gebetet. And when we were done praying, he threw his arms around me and said, don't worry, David. God is going to pay for it. You will not have to return it. Und nachdem wir uns wieder erhoben hatten, hat er seinen Arm auf meine Schulter gelegt und mir Mut zugesprochen und gesagt, mach dir keine Sorgen, der liebe Gott wird das schon bezahlen. I wish that Catholic man would talk to those wealthy Adventists. Ich wünschte, dieser Katholik würde zu diesen wohlhabenden Adventisten sprechen. God's own people don't have that kind of faith. Gottes eigene Leute haben oft nicht diesen Glauben. December 15.
Am 15. Dezember. I'm back in the United States and I'm praying, having my morning devotions. War ich zurück in den USA und hatte gerade meine Morgenandacht gemacht. Dear Lord, there's only two more weeks left. Und ich betete zu Gott, lieber Herr, es gibt nur noch 2 Wochen, die mir übrig bleiben. Please do something. Bitte greif ein. And the Lord spoke to me through Psalms 46. Und Gott antwortete mir mit Psalm 46. You see, I've memorized Psalm 46, so it's easy for the Lord to bring that to my mind. Ich hatte ja diesen Psalm auswendig gelernt und es war Gottes Geist, der ihn mir wieder in Erinnerung ruft. Be still and know that I am God. Halte inne, sei stille und siehe, dass ich Gott bin. Yes, sir. Ja, Herr. Kind of hard to be still. Es ist manchmal schwer, inne zu halten. 1 week later, December 23. Eine Woche später, am 23. Dezember. Lord, we only have one more week left. I know you're going to do something, but please do something. Lieber Gott, wir haben nur noch eine Woche. Wir müssen etwas tun. A few hours later, one of my wealthy friends called me. Ein paar Stunden später rief mich einer dieser wohlhabenden Freunde an. Excuse me, David, I heard you're going to lose the network in 1 week. Ah, David, ich habe doch gehört, du wirst jetzt dieses Netzwerk wieder verlieren in einer Woche. Oh no, we're not going to lose it. No, nein, das ist eine Falschmeldung. But I heard that if you don't pay in a week, you lose it. Aber ich habe doch gehört, wenn du das jetzt nicht zahlst, dann werdet ihr das verlieren. That's true. Ist richtig. So how do you know you're not going to lose it? Also, wie weißt du, dass wir das nicht verlieren wollen? Are you a prophet? Bist du ein Prophet? No, but I can prophesy. Nein, aber ich kann also voraussagen. I can predict the future. Ich kann die Zukunft voraussagen. How can you do that? Wie kannst du denn das behaupten? Because when I look back to what God has done for me in the past, he has never failed. Weil ich in der Rückschau nie erlebt habe, dass Gott mich im Stich gelassen hat. And though I'm not 100% sure, I'm 99.9% sure. So bin ich nicht ganz 100%ig sicher, aber 99.9%. That he will never fail me again. Dass er mich nicht im Stich lassen will. Therefore, I can tell you that in 1 week it will be paid for. Ich kann dir sagen, in einer Woche ist die Sache gezahlt. I thought the donor would say, David, I want to be used by God to answer your prayer. Ich hatte gedacht, na vielleicht würde mein Gegenüber sagen, ja, ich möchte mich von Gott benutzen lassen, um diese Rechnung zu begleichen. I was hoping the donor would say that. Ich hatte das gehofft. The donor said, well, David, if you're so sure, I'm just going to stay here and watch and see what God does for you. Na, wenn du dir so sicher bist, dann werde ich jetzt hier gerade abwarten und jetzt mal nichts tun und sehen, was der liebe Gott für dich macht. That donor makes between 2 and 4 million a year on small projects. Das ist sonst ein freigebiger Mensch, der mir 4,5 Millionen pro Jahr gibt. She was one of the least wealthy of my friends. Sie war eine der weniger Reichen unter meinen Freunden. She could have written a $1.5 million check, no problem. Es wäre aber auch ein 1,5 Millionen Scheck kein Problem für sie gewesen. I feel so sorry for our poor, rich people. Ich empfinde Mitleid für diese armen, reichen Leute. Having an opportunity to perform a miracle, they choose to sit and watch. Die Gelegenheit zu haben, hier auch an dem Wunder beizutragen und einfach nur passiv dazustehen und abzuwarten. What would God tell those people? I don't know. But that's a heavy responsibility before God. Ich weiß nicht, wie Gott mit diesen Menschen umgehen wird, aber es ist eine schwere Verantwortung, die diese Menschen tragen. December 30. Am 30. Dezember. Lord, it's early in the morning. Es ist früh morgens, lieber Gott. I know you're going to do something, but you know, it's only 24 hours away. Ich weiß, dass du eingreifen wirst, aber es sind nur noch 120 Stunden. Maybe I should remind you about some of the stories about people who accepted you because of the network. Es sind nur 24 Stunden und ich muss dich vielleicht daran erinnern, wie das schon früher gewesen ist. I know you know these already, but I want to remind you. Ich weiß, du kennst die Geschichte, aber ich möchte dich trotzdem daran erinnern. I said in Colombia, there's a man who was going to kill all his family and commit suicide. Da gab es in Kolumbien einen Mann, der also seine ganzen Familienangehörige umbringen wollte und sich dann selbst erschießen wollte. He put all the bullets in his gun and he was getting ready to go look for his children and his wife. Er hatte also seine Pistole geladen und ging zu den Kindern und zu einem. And then an idea popped in his head.
You know, the neighbors might hear the shots. Und dann kam ihm plötzlich der Gedanke, ja, die Nachbarn mögen ja die Schüsse hören und mich dann daran hindern. So I'm going to turn the television on the full blast so nobody can hear. So werde ich den Fernsehapparat anschalten, volle Lautstärke, damit sie die Schüsse nicht hören. So he turned the television on and moved the volume all the way to the maximum. Und so hat er sein TV-Gerät angeschaltet auf volle Lautstärke. It was our station. Es war unser Programm. Moments of peace. Augenblicke der Stille war gerade auf dem Programm. Well, that's beautiful. Ach, das ist doch aber schön. I love the music. Ich liebe diese Musik. I'm just going to sit down for a few minutes and watch it. Ich werde es jetzt einmal ein paar Minuten lang genießen. And then I will kill my family. Und dann werde ich meine Familie umbringen. Just like Saul and David. So wie Saul und David. While he was sitting there watching. Und als er da saß und zuschaute, the evil spirits left him and had to leave the room. Verließen die bösen Geister ihn und den Raum. Because when God's spirit takes over, the evil spirits cannot stay. Weil wenn Gottes Geist einkehrt, dann können die Dämonen nicht bleiben. God's music brings God's spirit, just like Satan's music brings Satan's spirit. So wie göttliche Musik Gottes Geist bringt, auch teuflische Musik die Dämonen. By the way, I don't argue about music. Ich diskutiere und streite nicht über Musik. Some people want to get as close to the world as they can without actually saying this is the worldly music. Manche versuchen es ja immer möglichst nahe an die sogenannte Welt heranzukommen, was Musik anbelangt, ohne es zur Welt zu gehören. I don't play with music up close to the world. Ich spiele nicht damit, möglichst nahe an die Welt heranzukommen. There's a lot of room in the middle and people can make their choice. Es gibt ein relativ breites Niemandsland, wo Menschen ihre Wahl treffen können. But when it comes to what we put on the air, it's the kind of music you would expect to hear once you walk right into heaven. Aber wenn man etwas ausstrahlt, dann sollte es die Musik sein, die man auch erwartet, die im Himmel gespielt werden wird. It is so filled with the Holy Spirit that people notice an instant difference in their home. So dass die Menschen auch sofort einen Unterschied erkennen können, wenn es vom Heiligen Geist erfüllt ist. So he watched the music. Und so hat er sich dieses Programm angehört. Another hour and watched another program. Und dann es ist eine Stunde lang gewesen. Then he took the bullets out of his gun. Dann hat er seine Pistole wieder entladen. He called all his family together and he asked them to forgive him. Hat seine ganze Familie zusammengerufen und hat um Vergebung gebeten. He told them what he was about to do. Er hat also gestanden, was er vorhatte. And he said, let's go look for a pastor. We have to join that church. Und hat gesagt, jetzt müssen wir uns um einen Prediger umsehen. Ich möchte dieser Gemeinde beitreten. I said, God, that's only one family, and there's hundreds probably. Lieber Gott, das ist nur eine Familie, aber es gibt sicherlich Hunderte davon. If that goes off the air, there will be people that will not be in heaven because the station was not there when they needed it. Und wenn dieses Netzwerk wieder abgestellt wird, dann wird es Menschen geben, die eben nicht im Himmel sein können, weil sie eben dieses Programm nicht erhalten können. Ich habe ihm noch andere Geschichten aufgelistet, um den lieben Gott nur daran zu erinnern. It was really to build my confidence. Ich wollte eigentlich meine Zuversicht damit aufbauen. Because as you see the fruits, you know it's of God. Wenn man die Früchte sieht und erkennt, dann weiß man, dass es von Gott ist. Then I said, God, I need you to do something, please. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt musst du doch was machen. Please do something. Mach doch jetzt endlich was. The Holy Spirit slapped me across the face. Und so hat mich der Heilige Geist geohrfeigt. Not a physical slap, a mental slap. Im geistigen Sinne. It was a shocking thought that came to my mind. Und so kam mir ein schockierender Gedanke. Stop begging me for money. Hör doch auf, für Geld zu betteln, mich anzubetteln. Well, excuse me. Who else am I supposed to ask? Aber bitte sehr, wen soll ich denn sonst fragen? I have heard you already for a year and a half. Stop it. I already know what you need. Ich habe dich jetzt anderthalb Jahre lang gehört. Hör damit jetzt endlich auf. Ich weiß, was du brauchst. Start thanking me for what I'm about to do. Beginne doch mich jetzt endlich zu preisen und mir zu danken für das, was jetzt geschehen wird. How much are you about to do? Ja, wie viel wirst du denn jetzt machen für mich? How much do you need me to do for you? Wie viel muss ich denn für dich denn jetzt machen? You gonna let me choose? Lässt du mir die Wahl? That's right. Ja.
Immediately I thought, well, if I only ask for 500,000, you know, I might be able to survive. Und wenn ich ihn jetzt nur für 500.000 bitte, dann mag ich ja überleben. No, if I get to choose, I'm going to ask for all of it. Nein, wenn ich jetzt die Wahl habe, dann I need 1.5 million. Möchte ich die ganze Summe, 1,5. It used to be 1.4, but with interest and so on, it was 1.5. Es war ja ursprünglich 1,4, aber mit den Zinsen ist die Summe ja wieder hochgeschnellt. And the Holy Spirit said, very good, I like your faith. Oh, hat mich der Heilige Geist gelobt. Now, ich schätze deinen Glauben. I need to tell you that almost my entire conversations with God, most of the time, he responds to me through the spirit of prophecy in the Bible. Ich muss auch sagen, dass wenn ich mit Gott im Dialog stehe, dann erhalte ich seine Antworten durch die Heilige Schrift und durch den Geist der Weissagung. In other words, memory verses, things that I've read, things that I've memorized. Dinge, die ich gelesen habe, die ich auch auswendig gelernt habe. But this time, we were talking in our thoughts. Aber diesmal haben wir uns gedanklich miteinander unterhalten. It's happened a couple times, not very often. Es ist schon ab und zu mal passiert, nicht allzu oft. The Holy Spirit said, "Is there anything else you need?" Hat der Heilige Geist mich gefragt, gibt es noch andere Bedürfnisse, die du hast? Well, actually, yes, we have a satellite uplink dish, and we still owe $100,000 on that. Ja, wir haben ja auch wegen des Satellitenschüsseln eine Schuld von $100,000 zusätzlich. Do you want to thank me for that too? Wirst du mir auch dafür danken? Wirst du mir auch dafür danken? Yeah, that's good. I think I'll thank you for that too. Ja, natürlich. Ich werde auch dir dafür danken. So, we have a deal. Dann haben wir jetzt ein Geschäft miteinander. You thank me for 1.6 million and the rest of the problem is mine. Du dankst mir für 1,6 Millionen und lass es meine Sache sein. Okay. Gut. That's our deal. Das ist unsere Abmachung. I knelt down beside my bed and said, from now on, all day long, I'm just going to praise your name and I just thank you for the miracle you're about to do. Und ich habe mich hingekniet an mein Bett und habe gesagt, von nun an werde ich dich den ganzen Tag loben und dir danken für das, was du jetzt tun wirst. The enemy started saying, David, you really don't know he's going to do that. Und da hat mich der Teufel wieder versucht und gesagt, David, du weißt doch nicht, dass das wirklich machen wird für dich. I said, stop it, I'm going to start singing. Hör auf, sei still. Ich werde jetzt singen. I am not going to tie God's hands by not believing that. Ich werde Gottes Hände nicht binden durch Unglauben. If he chooses not to do it, then we'll find out, but I'm choosing to believe that he'll do it. Ich habe beschlossen, ihm zu glauben, und wenn er es anders macht, dann ist es kann man noch darüber sprechen. So I started thinking, I started singing every praise song I could think of. Und ich habe jetzt jedes Loblied, das ich kannte, habe ich gesungen. I went to the airport. I'm a flight instructor, and I had to give a flight lesson. Ich fuhr zum Flughafen, weil ich auch ein Fluglehrer bin und musste also Stunden geben. I was walking around the airplane with my students and giving them some instruction. Und so hatte ich eine Studentengruppe mit mir und wir haben das Flugzeug gerade umstellt gehabt. My cell phone rang. Hello, this is David. Und da läutete mein Handy. Well, hello, doctor, how are you doing? Und da war ein Herr Doktor am Telefon. It was one of my doctor friends, an old retired doctor, about 80 years old. Ein 88-jähriger Doktor, der in der Rente doctor, war. Doctor, your wife died? Doktor, deine Frau ist gestorben. I'm so sorry, my condolences. Es tut mir schrecklich leid, mein Beileid. He said, David, that's not why I called you, but thank you. But I called you about something else. Es ist nicht der Grund meines Anrufs. Ich rufe dich wegen einer anderen Sache an. You see, my wife was healthy just last week. Meine Gattin war noch gesund bis letzte Woche. And suddenly she died. Und plötzlich starb sie weg. I said, Lord, I don't know what's going on. Lieber Gott, ich verstehe das nicht. And the Lord said, you'll understand shortly. Du wirst es gleich begreifen. I had a knock on my door and the accountant brought over everything. He said, my wife used to have her own business. Und da öffnete sich auch die Tür meines Büros und da kam jemand rein und sagte, also er kam rein und sagte, meine Frau hatte ja ein Geschäft betrieben. And an accountant said, the business now belongs to you, doctor. Und der Buchhalter sagte mir, das gehört jetzt zu Ihnen, Herr Doktor. Sign right here, please. So I signed. Unterschreiben Sie bitte. Und so habe ich auch unterschrieben. So I spent the rest of the day looking through all her accounts. So habe ich den Rest des Tages verbracht, also durch die Kontenbücher zu blättern. She had a lot of investments. Und sie hatte also einige Investitionen getätigt. She had a lot of cash deposits. Auch war bares Geld auf der Bank. So I started adding them all up. Und so habe ich diese Summen alle zusammengezählt.
And the Holy Spirit said, I want you to call David Gates. Und der Heilige Geist gab mir ein, jetzt David Gates anzurufen. Ask him how much he needs for Bolivia. Und ihn zu fragen, wie viel er denn für Bolivien braucht. So he called me and he said, how much do you need for Bolivia? Und so rief er mich an und fragte mich, wie viel brauchst du für Bolivien? I said, I need $1.5 million, doctor. Ich brauche 1,5 Millionen, Doktor. He said, praise the Lord, that's exactly the amount of money she has in the bank. Gott sei gedankt, das ist genau die Menge Geld, die sie auf der Bank hat. I don't need it, I'm a doctor, I have my own money. Ich brauche es nicht mehr. You can have all of it. Du kannst das ganze Geld haben. I'll send you a check today. Ich werde dir heute den Scheck zuschicken. What do you do after that? Was macht man in so einer Situation? I told my students and we knelt under the wing of the airplane to pray. Und ich habe meine Studenten informiert und sie zu einem Gebet eingeladen unter dem Flugzeugflügel. There was another friend next to me that also heard about the miracle. Und da stand auch ein anderer meiner Freunde, der von diesem Wunder gehört hatte. He ran home to tell his wife. Der ging gleich nach Hause, um seine Frau zu informieren. I finished my flight and I went home to tell my wife. Ich habe meine Flugstunde gegeben, bin dann aber nach Hause geeilt, um meine Frau zu informieren. I knelt with my family and said, Lord Jesus, thank you for the most wonderful miracle we have ever experienced in our lives. Und ich habe mit meiner ganzen Familie im Gebet niedergekniet und wir haben Gott gedankt für die schönste Erfahrung, die wir bisher gemacht hatten. You provided 1.5 million, just like you said. Du hast die Summe, die du versprochen hast, auch gegeben. Hey, we agreed on 1.6 million. Hoppla, es sind doch 1,6 Millionen gewesen. How come you only gave me 1.5? Warum hast du mir nur 1,5 jetzt gegeben? And the Holy Spirit said, the day is not over yet, just wait a little longer. Wart noch ein bisschen zu, der Tag ist noch nicht vorüber. 2 hours later. 2 hours later. Ja, 2 Stunden später. I got a phone call and my friend said, can my wife and I come over and pray with you? Hat mich ein Freund angerufen und gebeten, ob er denn mit seiner Frau zu mir rüberkommen könnte. They came, they gave us a big hug and they prayed with us. Die haben sind also gekommen, haben uns umarmt und haben mit uns gebetet. And then he pulled out an envelope out of his pocket. Und dann hat er aus seiner Tasche einen Umschlag gezogen. My wife and I also want to share in this miracle. Wir wollen auch an diesem Wunder teilnehmen, ich und meine Frau. My wife asked me, why does God do so much for David and Becky? Und meine Frau fragte mich, warum macht Gott denn so viel für David und Becky? I told her, maybe because David and Becky have given God everything. He does everything for them. Ja, weil er alles für Gott macht und so gibt er ihnen alles, was er hat. So I said, what have we done for God? Und dann fragte ich, ja, was habe ich für Gott getan? Was haben wir denn gemacht? Would you like to experience the same thing? Willst du auch die gleiche Erfahrung machen? She said, yes, I would like to experience that. Und seine Frau sagte, ja, das möchte ich auch erleben. So David, we've taken out all our savings account. So haben wir beschlossen, unsere ganzen Ersparnisse zusammenzutun. Our checking account. Unser Girokonto. Our business checking account. Und auch das Geschäftskonto. We have no more cash. Haben wir also unser ganzes Geld abgehoben, ohne ein bares Geld zu lassen dort. And here there's 3 checks. Und hier übergeben wir dir 3 Checks. I want you to put it and send it down to Bolivia. Und ich möchte, dass du dieses Geld mit nach Bolivien mitnimmst. I said, doctor, let me guess. Is there $100,000 in here? Und ich habe gesagt, ja, lass mich doch raten, ist das eine Summe von $100,000? He said, how did you know all 3 checks added up to $100,000? Und dann fragte er mich, ja, wie kannst du das wissen, dass alle 3 Checks zusammen eine Summe von 100.000 ergeben? In 2 hours, God gave us 1.6 million. In 2 Stunden hatten wir dann diese Gesamtsumme von 1,6 Millionen zusammen. Is that it? God ran out of money? Kann Gott einmal nicht genug Geld haben? No, that's the beginning. Nein, das war nicht einmal das Ende. Das war nur der Anfang. God is trying to show his church today, money has never even been the problem ever. Gott möchte der Gemeinde etwas lehren, dass es nicht eine Frage des Geldes ist. God owns all the gold and silver and he knows how to take care of his accounts. Gott besitzt doch alles Gold und Silber und er besitzt doch alle Konten. God's big problem is people.
Sein großes Problem sind wir, die Menschen. Some people say no, some people say yes. Manche sagen nein, manche sagen ja. Gold doesn't do that. Gold always says yes because it always obeys its creator. Gold kann eine solche Antwort nicht geben, weil es immer nur seinem Schöpfer folgen muss. And God's biggest problem is his own people. Aber das größte Problem für Gott ist sein eigenes Volk. The very people that should understand more than anybody else is the one people that won't let go. Das Gold, das Volk, das also die größte Erkenntnis haben sollte, gerade dieses Volk hat das, macht die größten Probleme. God wants to reveal his power in the lives of his people. His people should know how to depend on him. Gott möchte seine Allmacht offenbaren durch sein Volk, durch seine Leute. And if God's people won't let go, God will use his other money to finish the work. Und wenn wir nicht bereit sind, das Volk Gottes loszulassen, dann wird Gott das Geld anderer Menschen benutzen. But the blessing will go to somebody else. Aber auch der Segen geht an andere Menschen. Ecclesiastes 2:26. In Prediger 2:26. Where does God keep all his money? Wo hat denn Gott sein ganzes Geld? Do you want to know? Wollt ihr das wissen? My wife discovered this. Say it again. My wife is. My wife discovered where the verse. Meine Frau hat das ja entdeckt, wo Gott sein Geld hat. 2:26. Prediger 2:26. In Ecclesiastes 2:26 it says, "For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, knowledge and joy." Also Weisheit, Erkenntnis und Freude hat Gott dem Menschen gegeben. Let me find it right here for you. Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft und Freude. But to the sinner, he giveth travail and work to gather up and heap up. Aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe. That he may give it to those that are good in his sight. Und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Where does God keep his money? Wo hat Gott sein Geld? In the hands of sinners. In den Händen der Sünder, der Sünder. He does not need your money. Er braucht nicht dein Geld. He gives you an opportunity to give so that he can bless. Er gibt dir die Gelegenheit zu schenken, so dass er auch segnen kann. In the Adventist Church, we like to fight all about money. In der Adventgemeinde streitet man gerne über Geld. This is not about money. Aber es ist doch nicht eine Frage des Geldes. This is where your heart is. Es ist eine Frage des Herzens. If not a single Adventist gave a penny from now on, God would still finish his work. Wenn auch ein einziger Adventist einen einzelnen Cent geben würde, Gott wird das Werk trotzdem vollenden. Is that clear? Ist das klar? It's not about money, is it? Es ist keine Frage des Geldes. If we could only understand that God is wanting to pour out the windows of heaven on his people, but he's looking for an excuse to do it. Er möchte einen Schauer von Segnungen über uns herabkommen lassen. Er sucht eine Entschuldigung dafür. If you will be faithful in small things, God will make you faithful in many things. Wenn wir in den kleinen Dingen Treue zeigen, dann werden wir auch in den großen Dingen treu sein. God wants to bless his people, but he needs a reason to do it. Gott möchte sein Volk segnen, aber er braucht gute Gründe dafür. If we will open our hands, wenn wir unsere Hand öffnen würden, and we will take what we have and we will put it into God's work, und nur das nehmen, was wir schon haben, und es dem Werk Gottes übergeben, he will fill our hands again and again and again and again. Wird er diese Hand immer wieder füllen. But we must never hang on to our things. It's always passing it on. Aber wir dürfen uns nie an diesen Dingen klammern. Wir müssen sie weiterreichen. Now 2 weeks ago, I want to tell you about the miracle that happened 2 weeks ago, directly related to that verse. In Verbindung mit diesem Bibeltext möchte ich jetzt über ein Wunder berichten, das gerade vor 2 Wochen stattgefunden hat. 300 evangelical pastors sent a document to Venezuela inviting me to come to Brazil.
300 evangelikale Pastoren haben ein Dokument an mich gesandt nach Venezuela. Pastor Gates, would you please come to Brazil? We want a Portuguese station, just like your Spanish one. Pastor Gates, wir wollen auch in Brasilien ein solches Programm, wie ihr es auf Spanisch habt. They sent a pastor to get me, and I went with that pastor back to Brazil, and we bought one station. Und so haben sie einen Prediger, einen Pastor entsandt, und der hat mich begleitet nach Brasilien zurück, und da haben wir eine Station gekauft. I couldn't say no, but on the way there I said, Lord, why are you doing this to me again? I already went through a painful birth with the Spanish network. Lieber Gott, warum tust du mir das an? Ich bin doch gerade durch die Geburtswehen mit diesem spanischsprachigen Netzwerk gegangen. The whole entire flight to Brazil, I had my head against the window going, why again? Während des gesamten Fluges nach Brasilien hatte ich meinen Kopf gegen die Scheibe angelehnt und die Frage nach dem Warum gestellt. Poor David, you're going to go through the same thing again. And I felt sorry for myself. Ich hatte nur Selbstmitleid mit mir, noch einmal diese Geburtswehen durchzustehen. I know what God's going to do. He's going to ask me to do to sign a piece of paper again. Ich weiß genau, was er wieder von mir verlangen wird, ein Stück Papier zu unterschreiben. Kind of like Jonah saying, Lord, why don't you destroy the city after I preach so hard? Wie Jonas, nicht? Warum zerstörst du nicht einfach die Stadt, wo ich doch so viel gepredigt habe? I didn't love people so much to bother going through that much pain again. Ich hatte ja nicht diese große Liebe für diese Menschen. I signed the paper. Ich habe das Papier unterschrieben. God provided the resources. Gott hat wieder die Ressourcen zur Verfügung gestellt. And I was flying back home. Of course, they didn't provide the resources till later, but I was flying back home. Ich bin dann auf dem Rückflug gewesen, bin zurückgeflogen. I had my head against the window. I've done it again. Und habe mich wieder selbst angeklagt. Warum habe ich das wieder getan? It's only one station, a $1 million station. Es ist auch nur eine Station, eine Million teure Station. It'll reach 5 million people. Wird aber 5 Millionen Heime erreichen. A lot of people will get to know God. Viele werden mit Gott Bekanntschaft machen können. But I don't want to go through this much pain again. Aber ich möchte nicht einfach durch diese Wehen wieder gehen müssen. I flew back, all the way back, with my head against the window again. Und so habe ich in der gleichen Sitzhaltung den Rückflug angetreten. Suddenly, something happened. Plötzlich geschah etwas mit mir. The Holy Spirit threw his arms around me. Der Heilige Geist hat seine Arme um mich gelegt. I said, "Is that you again?" Bist es du wieder? Yes. Ja. I want to let you know something that Jesus wants you to know. Ich möchte dir eine Botschaft von Jesus überbringen. Thank you for what you did. Ich danke dir für was du gemacht hast. I know you're not comfortable. Ich weiß, du fühlst dich nicht wohl dabei. I know it's a lot of work. I know it's painful. Ich weiß, dass es mit Schmerzen verbunden ist, dass es mit Arbeit verbunden ist. But I want to tell you thank you because for the rest of eternity I will enjoy eternity because of what you did. Aber ich möchte dir danken, weil für die Ewigkeit ich das auch schätzen werde, was du getan hast. A very, very large harvest will come from that. Eine große Ernte wird eingefahren werden können durch deine Arbeit. And my sacrifice on the cross will be much, much sweeter because of what you did today. Und mein Opfer am Kreuze wird mir viel lieblicher sein für das, was du getan hast. What do you do when your own Savior tells you thank you? Was machst du, wenn dein eigener Heiland dir Danke sagt? No, Lord, I'm the one to tell you thank you. Und dann habe ich ja wieder, nein, lieber Herr, ich muss dir danken. I know, but I'm telling you thank you now. Ich weiß, aber ich sage dir trotzdem Danke. Every time you sacrifice for somebody else, jedes Mal, wenn du ein Opfer bringst für jemand anderen, every time you give of yourself so that somebody else can be saved, wenn du von dir gibst, damit ein anderer Mensch errettet werden kann, I personally am receiving a tremendous gift at an incredible value. Ist es wie wenn du mir ein besonderes Geschenk machen würdest. I quit feeling sorry for myself. Ich habe kein Mitleid mehr mit mir selbst gehabt. When I compared my sacrifice to Jesus' sacrifice, what have I done? Nothing.
Was habe ich denn schon vollbracht, wenn ich mein Opfer mit dem von mit dem Jesu vergleiche? When I get to heaven, I'm going to throw my crown down at his feet. Wenn ich in den Himmel komme, werde ich meine Krone zu seinen Füßen werfen. But I know what he's going to do. Aber ich weiß, was er tun wird. He's going to pick me up and he's going to give me a hug. Er wird mich aufrichten und mich umarmen. You took a lot of heat from your friends. Okay. You took a lot of criticism from your friends. Ja, du hast viel Kritik einstecken müssen von deinen Freunden. You have lived without money. Du hast auch kein Geld gehabt. You have gone with very little. Du bist mit wenig rangegangen. But because you were willing to trust me in big things, thank you for the gift you gave me. Aber weil du bereit warst, mir zu glauben, danke ich dir für dieses Geschenk, das Geschenk des Glaubens, das du mir gegeben hast. I can't wait to get to heaven. Ich kann es nicht erwarten, in den Himmel zu gehen. I can't wait to see the results of this meeting here tonight. Ich kann es nicht erwarten, die Ernte unserer Veranstaltung hier erleben. This is not just a few people. This will have repercussions everywhere in all the countries that you come from. Es geht nicht nur um uns hier, die wir hier anwesend sind, sondern es wird Folgen, Auswirkungen haben auf Menschen in vielen anderen Ländern. Because of that one television network. Dank dieser einen TV-Station und dieses Netzwerkes I got a call from Sao Paulo. Habe ich einen Telefonanruf von Sao Paulo bekommen. An owner of a television network said, I want to talk to you. Would you be willing to come to Sao Paulo? Auch ein Besitzer eines Netzwerkes, TV-Netzwerkes, der mich einlud, nach Sao Paulo zu gehen, um mit ihm zu sprechen. I went. Und ich bin auch hingeflogen. He said, I've been watching your television station. Ich habe dein Programm beobachtet und auch mir angesehen. No fundraising. Keine Bitten um Geld. No screaming, no big healing and knocking people down. Also kein Schreien und no advertising. Keine Werbung. Peace, peace, peace and help, help, help. Immer nur über Frieden und Helfen. I want to sell you my television network. Ich möchte Ihnen mein Netzwerk verkaufen. How many do you have? Ja, wie viel haben Sie denn? 17 cities. 17 Städte. And one of the two biggest stations in Sao Paulo reaching 22 million people. Und eine davon in Sao Paulo, die eben 22 Millionen Menschen erreichen kann. I said, how much? Ja, wie viel kostet das? He said, I'll send you all the information with everything later. Ich sende dir dann die ganze Information später zu. I said, okay. Gut. He sent it to me and he gave all the stations, all the licenses, all of it there. Und hat er mir also alle Unterlagen zugesandt, wo alle aufgelistet sind. 24 Millionen. 24 Millionen. Now, Brazil is not Bolivia. Brasilien ist nicht Bolivien. Brazil is South America. Brasilien ist Südamerika. I knew it was going to be expensive, but 24 million? Ich wusste schon, dass es teurer sein würde, aber 24 Millionen. I didn't feel quite comfortable, so I just kind of let it sit there for a while. Ich fühlte mich nicht sehr wohl, so habe ich das einfach mal so stehen lassen. I was going to Colombia to have the week of prayer. Und dann flog ich nach Kolumbien, um dort eine Gebetswoche abzuhalten. And they called me and said, David, are you still interested in the network? Do you want it or not? Und sie rief mich wieder an. Ja, sind Sie nach wie vor interessiert an diesem Netzwerk, We David? We have another buyer if you don't want it. Wir haben auch einen anderen Kunden, der sich dafür interessiert. I said, I want it. Ich nehm's. Well, send your representative here so we can negotiate the final price. Na dann schick uns deinen Vertreter, so dass wir den Endpreis miteinander verhandeln können. He went, he negotiated. Und so ging er hin und hat mit ihnen verhandelt. 18.5 million dollars. 18,5 Millionen Dollar. I've given away some DVDs around here which is called Extreme Faith. Ich habe ein paar DVDs jetzt heute ausgegeben, wo es über Extremglauben geht. You can copy it if you want to or you can look at it on the internet. Ihr könnt also diese DVD auch kopieren, ihr könnt sie auch die Message im Internet angucken. It's only in English and Spanish, but on the internet it's in Portuguese as in well. Englisch und Spanisch auf der DVD, im Internet auch auf Portugiesisch. The new one we're producing will also be Portuguese and German and Romanian, as many languages as we can get. Und die neue DVD wird aber auch auf Deutsch und Rumänisch und anderen Sprachen sein. We signed the document, 18.5 million.
Und wir haben unterschrieben. 18,5 Millionen. The ball was not in my park anymore. I did my part. Der Ball war nicht mehr auf meinem Feld. Ich hatte meinen Teil getan. It was my turn to wait on God. Es war wiederum meine Pflicht, auf Gott zu warten. A friend of mine said, David, don't you think that's presumption? Meinst du nicht, David, dass das jetzt Überheblichkeit ist? Do you think God's going to pay 18.5 million to pull you out of this one? Glaubst du denn wirklich, dass Gott 18,5 Millionen zuschießen wird, nur damit du das Netzwerk kriegst? Well, I could have gone through a lot of promises in which God promises to provide for all of our needs. Und ich bin ja durch viele Verheißungen gegangen, die Gott uns gibt, wo er verspricht, für unsere Bedürfnisse zu sorgen. But I didn't have to do that. Aber ich musste das nicht tun. I answered him this way. Ich habe ihm geantwortet. God would rather die than let this network slip through his fingers. Gott würde lieber sterben, als dass er dieses Netzwerk wieder verlieren würde. Can you imagine how happy heaven is to have access to 22 million plus another 8 million at the network reaches? Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich der Himmel sein muss, ein solches Netzwerk zu haben, das 22 Millionen erreicht und 8 Millionen mehr auch noch dazu? Every time somebody commits suicide or there's violence or they hurt each other, heaven cries. Jedes Mal, wenn Gewalt geschieht, wenn jemand sich umbringt, dann weint der Himmel. And every time the Holy Spirit can use that television network to prevent a crime, to save a person or to reach them and heal their pain, heaven jumps for joy. Und der Himmel jauchzt, wenn es durch so ein Netzwerk möglich ist, Menschen zu retten. So I said, of course heaven will pay for it, because God would rather die than lose the access to those people. Natürlich, ohne Zögern wird Gott die Summe zahlen, weil Gott lieber sterben würde, als sich dieses Netzwerk entgehen zu lassen. The more I understand something about God's love, the more I realize he is not about to let any single thing slip through his projects. If God's people will obey, God will always do his part. Ich habe es begriffen, immer wieder, wenn das Volk Gottes gehorcht, dann wird es auch immer gelingen, weil Gott es sich einfach nicht erlauben lässt, das zu verlieren. I got a call from Brazil 3 weeks ago. 3 Wochen sind es her, dass ich einen Anruf von Brasilien bekommen habe, wieder aus Brasilien. David, you signed this document a couple of months ago. We're still waiting. David, wir haben ja einen Vertrag miteinander unterschrieben und wir waren noch immer auf dein Geld. You give us an answer in a couple of weeks or we have somebody else to tell it to. In 2 Wochen sagst du uns Bescheid oder wir müssen das Netzwerk an einen anderen Käufer verkaufen. We'd like to have an answer by September 30. Wir wollen eine verbindliche Antwort bis zum 30. September. September 30 came along and I had no answer. Der 30. September kam und ich hatte keine Antwort parat. But October 1, I had an answer. Aber am 1. Oktober hatte ich die Antwort. I got a phone call. Wiederum ein Telefonanruf. David, I've never had very much money all my life. David, ich habe nie viel Geld in meinem Leben besessen. But now I have access to a lot of money. Aber jetzt habe ich Zugang zu viel Geld. How much you need for Brazil? Wie viel brauchst du für Brasilien? Well, I need a deposit and then I need a total of 18.5 million. Ja, ich brauche eine gewisse Summe für die Anzahlung, aber insgesamt 18,5 Millionen. That's not a problem. And is there anything else you need? Das ist kein Problem. Es gibt noch etwas, was du brauchst? Well, I'm just getting ready to sign another document in Chile for 3 million. That will give me 80% of visibility in Chile. Ja, ich bin gerade dabei, noch in Chile ein Papier zu unterschreiben für 3 Millionen. Das gibt mir dann eine 80-prozentige Präsenz dort in den Medien. That's not a problem. Is there anything else you need? Das ist kein Problem. Gibt es noch etwas, was du brauchst? Well, we're trying to buy a helicopter for Norway and we don't have money for that. Wir versuchen, einen Hubschrauber für Norwegen zu kaufen und wir haben noch kein Geld dafür. That's not a problem. Is there anything else you need? Kein Problem. Gibt es noch etwas? I said, excuse me. You got to tell me what's going on. I've never seen this before. Aber entschuldige, erklär mir doch ein bisschen, was ist da los? Where's this money coming from? You have a business or something? Woher nimmst du das Geld? Hast du da ein Geschäft, ein florierendes? He told me not to give the details, but it's all coordinated with the government and approved and through normal banking procedures. Er hat mich gebeten, jetzt aus Gründen der Vertraulichkeit keine Details zu nennen, aber es ist alles auch mit
Regierungsstellen besprochen und geklärt. He explained to me that the money originates and belongs to Saudi Arabia. Er hat mir mitgeteilt, dass dieses Geld aus Saudi-Arabien kommt. He said, "This is not Christian money. This is Muslim money." Das ist Geld nicht aus christlichen Händen, sondern aus muslimischen Händen. What is this? Where does God keep His money? Was haben wir in dem Text gelesen? Woher nimmt Gott sein Geld? He keeps it in the hands of people who don't even know Him. Er hält es in den Händen von Menschen, die ihn nicht einmal kennen. Is that true or not true? Ist es die Wahrheit oder nicht? Now, anytime money is about to fall in the hands of God's people, the devil fights like a demon. Natürlich, jedes Mal, wenn Gottes Volk Zugang zu Geld hat, dann wehrt sich der Teufel. Because he is one. Weil er auch wirklich einer ist. And even though I don't tell you the details, even the man that gave me the 1.5 million, the devil fought like a demon. Und ich möchte euch keine Details geben, aber auch bei dem einen Spender, der mir 1,5 Millionen gegeben hatte, hat der Teufel gekämpft. After the man called me and told me, I'm going to send you a check for 1.5 million. Nachdem dieser Geber mir diese 1,5 Millionen am Telefon versprochen hatte, 3 hours later, his accountant called me and said, I just want to tell you, you're not getting a single penny over my dead body. Rief mich sein Buchhalter 3 Stunden später an und sagte, du wirst auch keinen Cent von uns kriegen, nur über mich als Leiche. I almost died. Ich bin fast verstorben dabei. I called the doctor and said, did you change your mind? Ich habe ihn dann angerufen, den Doktor, und habe gefragt, hast du denn deine Meinung geändert? No, but my accountant is a Catholic and he doesn't want this money to go to the church. Nein, aber mein Buchhalter ist immer ein Katholik und er will nicht, dass die Gemeinde dieses Geld bekommt. My wife used to be a Catholic until 3 months before she died. Meine Gattin war auch Katholikin bis 3 Monate vor ihrem Tod. He had no idea the money was going to be coming into the Adventist hands. Und so hatte er keine Ahnung, dass dieses Geld auch in die Gemeinde fließen würde. Now it's my money, but I'm old and I don't know how to manage the accounts. If he doesn't help me, I don't know how to get the money to you. Und ich bin ja alt, 88, und ich weiß nicht, wie ich das mit dem Geld machen soll, und ich bin auf seine Unterstützung angewiesen. I called an Adventist attorney friend of mine and said, "What do I do?" Und ich habe dann einen adventistischen Rechtsanwalt angerufen und ihn um Rat gebeten. You can imagine my heart was pounding. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Herz geschlagen hat. God offers me a solution and the devil's about to take it away. Gott gibt mir gerade eine Lösung und schon will sie der Teufel wieder weg. The attorney said, "Go with a friend of yours that's a relative of the doctor and fly out to his house immediately." Flieg mit einem Angehörigen dieses Doktors sofort zu ihm hin. And we flew that night. Und wir sind zu diesem Doktor geflogen, noch in derselben Nacht. The next morning we went to each of the banks. Und am darauffolgenden Tag sind wir zu allen diesen Banken gegangen, wo Geld deponiert war. And we withdrew all the money. Und wir haben das Geld überall abgezogen. That afternoon, a bank called the accountant and told him what was happening. Am Nachmittag hat die Bank dann diesen Buchhalter informiert. He came to the bank and he was screaming and screaming like a demon. Und er ging dann zur Bank und hat nur gebrüllt wie ein Dämon. He said, "You're taking advantage of an old man. He's incompetent." Sie haben hier eigentlich einen alten Menschen missbraucht. His family would not want you to do this. Diese Familie würde Ihnen das Geld nie gestatten. "Excuse me," said the man that was with me. "I am his family." Aber der Mann, der mich ja begleitete, intervenierte und sagte: "Entschuldigen Sie bitte, aber ich gehöre der Familie an." He has no children, and all the rest of us are very happy with that decision. Er hat keine eigenen Kinder und alle wir, seine Angehörigen, sind sehr glücklich mit dieser Entscheidung, die er getroffen hat. And you cannot call him incompetent because he's a surgeon that does surgeries every day. Und Sie können ihn nicht für einen inkompetenten Menschen halten, weil er noch immer als Chirurg arbeitet, täglich. We took the money out. Und wir haben das Geld abziehen können. We wrote letters to all the banks, advising them that he was no longer a representative for the doctor. Und wir haben alle Banken informiert, dass dieser Buchhalter nicht mehr die Interessen dieses alten Doktors vertritt. We faxed it to the banks and we sent a letter into each of the boxes. Wir haben diese Briefe auch gefaxt. The next morning the accountant went in to change all the monies to a different account. Und dieser Buchhalter hat sich dann auch am darauffolgenden Tag wieder bemüht, die ganzen Konten zu ändern. And the bank said, "I'm sorry, you no longer represent the doctor."
Aber die Bank konnte ihm sagen, Sie repräsentieren jetzt nicht mehr die Rechte des Doktors. All the money came to our hands. Das Geld konnte dann sozusagen in unsere Hände gelangen. And the network was paid for. Und so konnte auch dieses Netzwerk bezahlt werden. But I learned a lesson. Aber ich habe eine Lektion gelernt. When money is about to come into the hands of God's people, the devil just hates that. Wenn das Volk Gottes gerade eine Geldsumme erhält, wehrt sich der Teufel. That's why he convinces God's people, don't give it, just hang on to it. Und deswegen versucht er auch, die Gläubigen davon zu überzeugen, an dem Geld sich zu klammern und es nicht loszulassen. Because he knows what's going to happen. If you give it to God's work, God will give you more. Weil er genau weiß, was passiert. Wenn wir alle unseren Besitz geben, dann werden wir auch noch mehr empfangen. The donor called me last week and said the bank told me that they want to wait another month before they give me the monies. Der Besitzer rief mich an und sagte, die Banken wollen noch ein paar Monate warten, bevor sie das Geld ausschütten. I said, I expected that. Ich hatte das erwartet. Go back, talk to the bank manager. Geh hin zu dem Bankmanager und sprich mit ihm. Tell him you can't wait a month. Sag ihm, dass du nicht einen Monat mehr warten kannst. You must have the money immediately. Du brauchst das Geld sofort. Remember what I said this morning? The devil needs time to work and to stop God's work. Erinnert euch an die Worte, die ich heute früh gesagt habe. Der Teufel arbeitet auf Zeit. Never give the devil time. Act immediately. Aber lässt dem Teufel keine Zeit. Lass ihm keine Zeit. Handelt sofort. So I talked to him yesterday. So habe ich mit ihm gleich gestern gesprochen. He says the bank apparently has agreed that they can give me the money next week. Und so ist die Bank übereingekommen, dass sie uns das Geld nächste Woche auszahlen mag. So I'm saying, Lord, what's going to happen? Natürlich frage ich mich, was wird jetzt nun passieren? Entire nations are resting on that. Ganze Nationen sind davon betroffen. And God sent his answer. Und Gott sendet eine Antwort. I was preaching in Romania. Ich hatte in Rumänien gepredigt. I didn't tell him the story. Ich habe ihnen von dieser Geschichte nicht erzählt. They didn't know. Die wussten nicht. But the pastor, one of the conference departmentals stood up after I got done preaching. Aber einer der Sekretäre der Vereinigung nach der Predigt ist aufgestanden. And he said, I have a message for Pastor Gates from God. Und hatte gesagt, ich habe eine Botschaft von Gott für Pastor Gates. Isaiah 45. Jesaja 54, Verse 2 und 3. Ich will vor dir hergehen und die Höcker eben machen. Okay, let me read it here first. I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. And verse 3 is very, very direct. It says, and I will give thee the treasures of the darkness. Und will dir geben die heimlichen Schätze. And hidden riches of secret places. Und die verborgenen Kleinode. That thou mayest know that I, the Lord, which call thee by name, am the God of Israel. Auf dass du erkennest, dass ich, der Herr, der Gott Israels, dich bei deinem Namen genannt habe. Where does this riches come from? Wo kommen die Reichtümer her? It's petroleum money. Das ist Erdölgeld. And where does petroleum come from? Und wo kommt Erdöl her? The dark, secret places. Aus den geheimnisvollen Plätzen. Deep under the earth. Tief unter der Erde. I will give you the hidden treasures in dark places. Ich werde euch die verborgenen Schätze aus den dunklen Stellen geben. The pastor said, I have a message from God for David Gates. Und der Pastor sagte, ich habe diese Botschaft von Gott für David Gates. Does God talk to you? Spricht Gott auch mit euch? Very directly. Sehr direkt. We will get the money. Wir werden dieses Geld erhalten. We will pay for Brazil. Wir werden für Brasilien diese Summe zahlen. We will pay for Chile. Wir werden auch für Chile diese Summe zahlen. And whatever else God wants to pay for. Und was auch immer für eine Summe Gott noch woanders zahlen möchte. Where do we stand in all of this? Wo stehen wir in all diesem Geschehen?
God desperately, desperately wants to reach every single person on this earth with his people. Gott möchte jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde erreichen. But he can't wait any longer. Aber er kann nicht mehr lange zuwarten. He is not waiting any longer. Er wird auch nicht länger zuwarten. But tonight, he's making it very clear that if you want to be part of the team, you join the philosophy and work like he does. Aber er möchte es klarstellen heute Nacht, dass wenn wir mit ins Boot treten wollen und diese selbe Einsicht teilen. Sister White saw a little narrow path of everybody that was going to heaven in early writings. Schwester White hat in early writings auch diesen schmalen Weg gesehen. They had their carriages and their horses, but soon they had to abandon the carriages. Sie hatten am zu Beginn noch Fuhrwerke, aber dann mussten sie alleine gehen. Then they had to abandon the horses. Und nicht nur die Fuhrwerke, sondern auch die Pferde mussten sie hinter sich zurücklassen. They went on foot. Und dann mussten sie zu Fuß weiterschreiten. And then they had to take off their shoes. Und dann mussten sie auch ihre Schuhe ablegen. And as they went along the path kept getting narrower and narrower, and they had to leave things behind. Und je schmaler der Weg wurde, desto mehr mussten sie hinter sich lassen. And then it got so narrow, there was no way to support themselves. Und als es so schmal wurde, dass sie nicht einmal mehr richtig stehen konnten, and then they saw a cord come down from heaven. Sahen sie ein Seil, das vom Himmel herunterkam. And they hung on to that cord from heaven. Und sie haben sich daran geklammert. And as the path got more narrow, the cord got bigger. Und je schmaler der Weg wurde, desto stärker wurde dieses Seil. And eventually the path disappeared completely. Und schlussendlich verschwand der Weg. All human support was cut off. Es gab keine menschliche Unterstützung mehr. All they had was the cord. Alles, was sie hatten, war dieses Seil. Somebody said, "Can this cord hold us? Where do we know? Where is it fastened?" Jemand stellte die bange Frage, kann dieses Seil denn uns tragen? Wer hält es denn? And somebody said, God holds the cord. Und eine andere Stimme antwortete, Gott hält es. So they put their whole weight on the cord and they swung across the great divide. Und so haben sie ihre ganze Last auf diesem Seil ruhen lassen und haben sich hinübergeschwungen. Today it's time for God's people to start putting aside some things and learning to trust God. Es ist Zeit jetzt für uns als Volk Gottes, ihm mehr und mehr Glauben zu schenken. You will lose it all anyhow. Ihr werdet sowieso alles verlieren. If you hang on to your things, you fall off the path. Wenn ihr euch an eure Dinge klammert, dann werdet ihr vom Weg abkommen. So tonight God invites his people to make a decision. So lädt uns heute Abend Gott ein, eine Entscheidung zu treffen. Is that the kind of experience you want? Ist das die Art Erfahrung, die ihr wollt? It's time we get about taking care of our father's business. Es ist Zeit, dass wir uns um die Geschäfte unseres Vaters kümmern. When Jesus was 12, he said, I must be about my father's business. Schon mit 12 Jahren hatte Jesus gesagt, ich muss mich um die Dinge meines Vaters kümmern. We're not 12 now, we're a lot older. Wir sind nicht 12, wir sind deutlich älter. As a church we're over 150 years old. Als Gemeinschaft sind wir mehr als 150 Jahre alt. In 1888, the world was spiritually alive. In 1844 war die Welt noch geistlich am Leben. And God was trying to bring in the harvest over 120 years ago. Und Gott wollte die Ernte schon 120 Jahre zuvor einfahren. But the bride wasn't ready. Aber die Braut war noch nicht bereit. So the bridegroom had to wait. So musste der Bräutigam warten. The world is ready again. Die Welt ist wiederum bereit. Everybody's looking for spiritual answers. Jedermann hier auf dieser Welt sucht, sehnt sich nach geistlichen Antworten. Will Israel go across this time? Wird es diesmal gelingen? God invites us to be part of the team that goes across. Gott möchte, dass wir mit zu dem Volk gehören, dass dieses Rote Meer durchschreiten wird. God's looking for quality, not quantity. Gott sucht Qualität, nicht Quantität. If he has quality, he can win the war. Wenn er Qualität hat, kann er die Welt erobern. But God's people have to understand what he's calling them to do. Aber
die Kinder Gottes müssen verstehen, wozu Gott sie ruft. Tonight, I would like to extend that invitation to you. Heute Abend möchte ich diese Einladung an euch weitergeben. If you feel God's call to your heart to make that kind of commitment, to be part of that special small group of people that commit everything to the Lord and follow the Lamb. Wenn du die Überzeugung verspürst, dass du dazugehörst zu dieser Gruppe von Menschen, die alles Gott übergeben möchten. And you want God to teach you how to trust Him more and more, so that He can use you to do great things. Und bereit bist, dich belehren zu lassen von Gott, ihm mehr und mehr zu vertrauen. We all have different gifts. Wir haben alle unterschiedliche Gaben. But God has a few months to do a great work. Aber Gott hat nicht viel Zeit, um ihm ein großes Werk zu vollrichten. If this is your desire, wenn es dein Wunsch ist heute Abend, I would like for you to kneel with me. Lade ich euch herzlich ein, mit mir niederzuknien. And if it is not your desire or you're too scared, would you also kneel with us and say, Lord, please teach me. I want to learn. Auch wenn du nur zaghaft bist oder furchtsam, knie doch hin und wir werden beten und bitte Gott, dass er dir beistehen möge. God's people are making decisions. Das Volk Gottes muss sich entscheiden. This is not a neutral message. Es gibt keine neutrale Botschaft. God is pouring out His Spirit on His church, on those that are willing to follow the Lamb all the way. Gott wird seinen Heiligen Geist ausschütten über diejenigen, die bereit sind, dem Lamm zu folgen. We need to prepare for the Olympics, and we now have a lot of exercise to do yet. Wir müssen uns auf die Olympiade vorbereiten und haben noch eine Menge Training zu tun. We don't train, we don't make the Olympics. Wenn wir nicht trainieren, werden wir auch nicht teilnehmen können. Should we kneel? Lasst uns niederknien. Lord Jesus, it's been a beautiful, beautiful Sabbath. Lieber Heiland, es war ein wunderbarer Sabbat. It's been kind of a long day, but we've been blessed by your presence. Es war wohl ein langer Tag, aber wir sind durch deine Anwesenheit gesegnet worden. We kneel in your presence. Wir knien nun in deiner Anwesenheit. You can read our minds and our hearts. Du kannst unseren Geist und unser Herz lesen. You know intimately the need of your people. Du weißt die geheimsten Bedürfnisse deiner Kinder. Du kennst sie. And your heart longs to have your people understand what you want to do with the world. Und dein Herz sehnt sich danach, dass wir verstehen mögen, was du mit dieser Welt vorhast. You long to pour out the riches of the universe on your people so they can go out and finish the work. Du willst nichts lieber, als uns den Geist in Fülle auszuschütten. But first, we must be found faithful in the little things. Aber zuerst müssen wir dir treu in den kleinen Dingen sein. And here we kneel in your presence. Und so knien wir vor dir. Take what we are. Nimm das, was wir sind. Take what we have. Das, was wir haben. It's yours. Es ist deines. Fill us with your Holy Spirit. We need it. Erfülle uns mit deinem Geist. Wir brauchen ihn. That our children may be filled with the Holy Spirit. Dass auch unsere Kinder mit dem Heiligen Geist erfüllt sein mögen. That our young people may be strong and powerful warriors for you. Dass unsere jungen Leute starke Krieger für dich sein können. That our